darf jetzt einmal vielleicht anders pendeln, mit der Frage beginnen. Also so viel Wissenschaft auf einen Haufen, so viele Experten. Beginnen wir doch mit einer Begriffsdefinition durch euch. Also die Politik, die Presse schreibt ja und die Politik spricht von Digitalisierung, das ist so wie der Blinde von der Farbe, aber jeder spricht über Digitalisierung, aber was ist denn so eure Sicht, was ist denn der Unterschied aus eurer jeweiligen Perspektive zwischen Digitalisierung und digitale Transformation? Wer immer anfangen möge, the stage is yours. Das hast du jetzt hinbekommen. Genau. Betretenes Schweigen, keiner traut sich als erstes. Na dann, da trauen tue ich mich, ich wollte den Damen den Vortritt lassen. Also. Aber bei mir ganz, ganz, ganz einfach, also Digitalisierung ist irgendwas, was mit, das ist so rein der technische Akt, das ist eine Software-Einführung, das ist Automatisierung in dem Sinne. Also das ist das, was wir, glaube ich, so landläufig unter Digitalisierung verstehen, ist eigentlich nichts anderes, so nach dem Motto, wir entscheiden uns für ein ERP-System oder whatever, für eine Software und führen die dann ein oder wir erhöhen den Automatisierungsgrad in unserem Unternehmen. Ich glaube, das ist so, was die meisten Menschen unter Digitalisierung verstehen und die digitale Transformation, und ich glaube, das ist der große Unterschied, benötigt ein digitales Mindset, ein allgemeines digitales Mindset, das Verstehen, was Digitalisierung ist, also das Annehmen, die Offenheit, die es benötigt, um sich überhaupt mit digitalen Themen auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist für mich, ist das der größte Unterschied. Und ich glaube, wir, okay, das ist jetzt schon fast nicht mehr die Frage, aber ich glaube, wir müssen in Unternehmen anfangen, ein digitales Mindset, auch gesellschaftlich ein digitales Mindset zu entwickeln, also eine Offenheit gegenüber Digitalisierung und den Möglichkeiten, die da stehen. Erst dann können wir auch Software einführen. Ein Praxisbeispiel im Unternehmen ist, führen wir eine ERP-Software ein. Das wird immer nach ROI-Gesichtspunkten, whatever, immer wird es rein. Und oder der sie haben will, der ist immer der Verantwortliche für die Software. Die anderen nehmen die Software nicht für sich an. Bei einem Handy geht es nicht. Da kann ich meine Apps drauf spielen. Das heißt, Unterschied ist ganz klar der technische Akt, automatisieren, digitalisieren. Und das andere ist das dann noch mit Mindset, das heißt mit Verstehen, was tue ich da, was sind die Möglichkeiten, ergebnisoffene Prozesse und so weiter und so fort. Ich möchte da ganz kurz einhaken und was mir nämlich auch da an dem Begriff digitale Transformation sehr gefällt, ist, dass es den Fokus wegrückt von der Technologie. Richtig. Weil überall, wo es jetzt, ich glaube, Mindset ist ein Punkt, ich glaube einfach, dass, wie soll ich sagen, auch vielleicht in anderen Worten formuliert, notwendig ist, einfach auch wirklich den Menschen als Anwender, als Verwender, als Entwickler ins Zentrum zu stellen, um letzten Endes auch diese ganzen Tools, die wir einführen, auch einer Verwendung zuzuführen und letzten Endes auch einen Mehrwert zu stiften. Weil das ist das, was wir zum Beispiel oft erleben. Wir kommen oft auch in Unternehmen, die bereits ERPs, CRMs eingeführt haben und wunderbare Tools haben, also eigentlich digitalisiert sind, aber letzten Endes nicht so recht erkennen, wie sie daraus Mehrwert herausholen. Und ich glaube, das ist die Chance, die wir im Begriff digitalen Transformation definitiv erkennen können und annehmen können als Unternehmen, als Gesellschaft, als Einzelperson. Ich finde, das ist ein... Dann noch, Entschuldigung, noch ein Kriterium hinzufügen. Wir sehen also schon, dass die digitale Transformation im Gegensatz zu Digitalisierung sich ein bisschen auf einer anderen Ebene abspielt. Wie ich schon richtig angemerkt habe, reden wir bei Digitalisierung primär auf prozessualer Ebene. Ja. Bei der digitalen Transformation sehen wir aber das Ganze ein bisschen höher angesiedelt, weil wir da mit Transformationen völlig neue Geschäftsmodelle sich entwickeln sehen, völlig neue Organisationsformen, völlig neue Produkte und völlig neue Verfahren. Das heißt also, wir transformieren hier wirklich in andere Geschäftsmodelle hinein und ich glaube, dass das schon noch einmal eine andere Dimension ist. Auch von der Steuerung und von der Entscheidung über diese
einzelnen Dinge. So sehen wir doch in der Praxis, Digitalisierungsprozesse sind oft IT-getrieben, getrieben von Prozessmanagern, denen es darum geht, Prozesse sichtbar zu machen, zu verbessern, zu messen. Bei der digitalen Transformation, das sind die Treiber dann doch eher die Vorstände und die Stakeholder der Unternehmen. Also ich glaube, auch da von der Organisation her einen Unterschied festzustellen. Das passt recht gut dazu. Die Digitalisierung, jetzt wenn man sagen, so wie es salopp formuliert, die ist Technik oder Software zu sehen. Und wie gesagt, ich komme aus der Mobilfunkbranche und das war Ewigkeiten schon so. Egal, ob es jetzt 2G, 3G, 5G ist, die Technik oder alles, was dahinter das alles kann, das ist dem Menschen egal. Der Mensch muss nur einen Nutzen haben und er muss es anwenden können und wollen und das muss einfach sein. Und dann sehen wir so, gerade wenn man sich denkt, vor 10 Jahren war das schon ein Aha-Erlebnis, dass man ein Bild über SMS senden hat können. Heutzutage haben wir die Smartphone und dahinter ist immer, und das war, das sieht man insbesondere so, also der Mensch will nicht die Technik kaufen. Wir sind zwar alle sehr technikaffin und wir sind alle technikhörig und wir sind technikgläubig, vor allem, weil wir glauben, dass die Zukunft, die Technik uns die Zukunft lösen wird. Aber im Endeffekt bleiben wir, wie wir sind, sehr intuitiv und wollen die Sachen einfach nur nutzen und verwenden. Und ich glaube, das ist der große Punkt. Die digitale Transformation wird, je mehr Nutzen wir sehen, desto mehr wird das auch vorangetrieben werden. Ich habe einmal erlebt, wir haben so ein Trainee-Programm gehabt und dann haben wir halt gekürt, wer die besten Ideen hat, wie schaut insbesondere, jetzt sage ich mal so wieder, der Mobilfunk in 10, 20 Jahren aus. Oder was kann man alles machen? Und einer der Teams hat ein recht nettes Erlebnis gehabt. Die haben gesagt, so, okay, wir haben das Handy und mit dem Handy können wir alles machen. Also jetzt sagen wir so, da waren noch vor Smartphone-Zeiten. Und die hat aber mit dem Handy nicht nur, sondern das macht automatisch die Termine zum Arzt, die macht die Zeug, die Arzt automatisch und hin und her. Und im Endeffekt, ich brauche nicht mehr viel machen. Und ich glaube, das ist einfach, wenn die digitale Transformation wirklich funktionieren soll, dann muss es einfach nicht nur den Nutzen geben, sondern es muss so einfach wie möglich sein. Genau, ich sehe auch diesen menschlichen Aspekt in der digitalen Transformation, also das Menschliche und das Zwischenmenschliche. Die digitale Transformation ist nicht, dass man der Oma ein Smartphone kauft, sondern die digitale Transformation ist, wenn dann das Enkel der Oma erklären muss, wie das WhatsApp funktioniert und ob sie sich jetzt vor Spam-SMS fürchten muss oder so. Also bei der digitalen Transformation geht es ja darum, dass ich meine Handlungen und Tätigkeiten aus der analogen Welt hinter dem Bildschirm quasi in die digitale Welt verlagere. Und dazu brauche ich die Digitalisierung. Die Digitalisierung schafft quasi, das sind die Werkzeuge dazu. Wenn ich jetzt analog einen Brief schreiben will, und das digitalisieren will, also digital transformieren will, dann brauche ich in der digitalen Welt eben gewisse Werkzeuge. Ich brauche zum Beispiel ein E-Mail-Programm. Das ist dann die Digitalisierung, dass ich in der digitalen Welt die Werkzeuge bereitstelle, dass ich eben meine analogen Vorgänge in die digitale Welt praktisch transformieren kann und quasi dann mit der digitalen Welt dann eigentlich aber nur mehr über den Bildschirm und Touchscreen und so weiter interagiere, weil ich selber ja nicht hineinkomme. Das heißt, ich führe dann die Tätigkeiten aus, aber eben sozusagen nicht mehr vor mir physisch, sondern in der digitalen Welt. Und daraus ergebenden sich Probleme und Änderungen, die notwendig sind in meinem Verhalten, weil das dann eben nicht mehr mit einem Griffel auf Papier funktioniert, sondern mit der Tastatur. Das ist ein anderes Skillset. Das ist das, was man sich in der digitalen Transformation anschauen muss. Da möchte ich aber noch ganz kurz ergänzen. Da bin ich nämlich nah beim Hannes. Es ist mehr. Weil die digitale Transformation bringt das Beste aus dem Menschen hervor. Und wir müssen die Sichtweise ändern. Wenn wir heute über Digitalisierung reden, kommt sofort Arbeitsplatzverlust.
automatisieren, KI, AI, whatever. Es wird negativ dargestellt und im Endeffekt ist es doch aber auch so, wenn ich es jetzt mal aus der industrialisierten Ecke sehe, aus einer Produktion heraus, ist ja eigentlich, wird alles automatisiert, was schwer träge ist, wo der Mensch sich nachher dann, sage ich mal, vom Rechner distanziert, eine Kreativität oder sowas, Das geht mehr. Und wie gesagt, und dann kommen auch diese Geschäftsmodelle. Also es geht nicht nur darum, das ist jetzt in irgendwie digital abzubilden, sondern zu akzeptieren, dass die Digitalisierung weit mehr ist, dass sie uns in neue Richtungen führen kann, dass es uns auch, also sage ich einfach mal, uns als Gesellschaft auch eine andere Betrachtungsweise unseres Umfelds ermöglicht und auch, sage ich mal, bietet, um uns eigentlich in vielen Bereichen neu zu denken, neue Dinge zu tun. Also es geht nicht um den Ist-Zustand zu transformieren, da wäre man schon mal schön, wenn wir das alles hinkriegen würden. Also ich spreche heute für Deutschland und nicht für Österreich, weil das wäre sehr schön, wenn wir das schon hätten, aber ich glaube, die digitale Transformation ist weit mehr. Das ist ein ganz harter gesellschaftlicher, das ist ein Sichtweisenwechsel, das ist, wie wir leben, wie wir arbeiten, wie wir miteinander interagieren. Das sind völlig neue Dimensionen und das zuzulassen. Und das ist ein hoher Komplexitätsgrad. Und das natürlich dann zuzulassen, zu sagen, ich bin nur ein Teil dessen, ich kann das gar nicht mehr durchschauen, aber ich bemühe mich einfach in dem Ding gerade so. Und das ist eine Riesenherausforderung für den Menschen in der digitalen Transformation. Ich glaube, also auf der einen Seite bin ich bei dir, dass man digitale Transformation groß denken muss und da die Chancen darin, Leute oder Menschen, die nicht so intensiv involviert sind in das Geschehen, auch erkennen sollen. Und da frage ich mich aber dann auf der anderen Seite, ob die Komplexität, die wir uns ermöglichen, nicht auch ein Hindernis ist, dass wir die digitale Transformation breitenfähig machen. Weil was wir jetzt auch in der Diskussion schon gehört haben, ist das Thema, wenn ich sage, okay, Komplexität wollen wir zulassen, wir wollen Dinge verstehen. Dann braucht es natürlich auch neue Kompetenzen dazu und die gehen meiner Meinung nach eher weit darüber hinaus, diese Kompetenzen, die wir brauchen, über das Thema, wie kann ich eine Oberfläche bedienen. Ja? Im Endeffekt ist es jedenfalls das Thema, okay, wie kann ich eine Oberfläche bedienen, dann jedenfalls auch das Thema, eine fortgeschrittene Medienkompetenz, weil ich glaube, es ist nicht nur wichtig, Dinge eben bedienen zu können, Tools bedienen zu können und so digitale Prozesse ausführen zu können, sondern wir wollen ja ein bisschen auch verstehen, was dahinter steht. Und das ist ein bisschen auch mein Leidenschaftsthema, weil wir in unserem Unternehmen, aber auch bei Women in AI Austria zum Beispiel, künstliche Intelligenz gerne erklären. Und ich glaube, ein Grund, auch jetzt aus dem Hintergrund der künstlichen Intelligenz, weshalb, wie soll ich sagen, digitale Transformation in der Gesellschaft das Ganze immer wieder stockt, ist, weil Ängste bestehen, weil Mythen entstehen durch Unwissen. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, digitale Transformation nicht nur komplex zu denken, sondern auch möglichst in einfachen, auf einfache Beispiele herunterzubrechen und in der Kommunikation einfach zu sein, um einfach die breite Masse in einem Unternehmen an Mitarbeitern, in der Gesellschaft an Bürgern mitzunehmen und diese einzuladen, denn diese digitale Transformation aktiv mitzugestalten. Also, das ist ein gutes Stichwort, mit Kompetenz. Und ich glaube, das hat gerade jetzt die letzte Zeit gezeigt, wo wir eigentlich jetzt nicht mehr vor Ort waren, sondern digitale Tools verwendet haben, um uns zu treffen. Und jetzt gibt es verschiedene, Tools und wir haben uns jetzt auch, mit Testen und so weiter, alles geht ja schon digital. Und die Kompetenz auch, es war einfach für jeden, glaube ich, sehr, sehr mühsam oder sehr, sehr viele mühsam, weil es gibt sehr viele verschiedene Ideen. Jedes Mal, bei jedem Mal muss man so anschauen. Und dann hat man ein Frustrationserlebnis und das verbindet man. Wenn man das mit Digitalisierung verbindet, dann ist ganz klar, dass das irgendwie nicht im positiven Licht gesehen wird. Also und diese Tools oder viele davon sind gerade am Anfang jetzt nicht so selbsterklärend. Man muss sich halt ein bisschen damit auseinandersetzen. Und das ist genau das Gegenteil. Diese Sachen müssen einfach von allein funktionieren, ohne Themen. Und sonst ist die Frustration da. Und damit hat man wieder den Connect dass man das negativ sieht. Ganz abgesehen, was wir vorher verwendet haben mit Arbeitsplätzen und so weiter. Genau, also nur ein ganzer Einwurf. Ich glaube, das, was ihr beide sagt, wir brauchen eine digitale Alphabetisierung der Gesellschaft. Es tut mir leid, das klingt wirklich so wie Schreiben, Lernen, Lesen. Wir brauchen eine digitale Alphabetisierung.
Bildung ist die Lösung. Einfach Bildung. Und das ist Bildung in diese Richtung. Also Bildung mit dem im Nutzen freier Zugang, da kommen wir sicher später noch drauf. Aber eine digitale Alphabetisierung der Gesellschaft und aber auch als Aufgabe eines Unternehmens, die Mitarbeiter digital zu alphabetisieren, das ist heute Gebot der Stunde. Wenn wir uns anschauen in den USA, wenn ich mir die 5 größten Unternehmen angucke oder Apple oder sowas, die Tech-Unternehmen, die sind uns ja schon meilenweit voraus, was sie in ganzen Programmen, was sie tun für ihre Mitarbeiter. Da gibt es ja auch schon einen weiteren gesellschaftlichen Konsens bei uns. Wir krabbeln dann noch auf DSGVO-Ebene rum und überlegen uns, wie wir es noch regulieren können, anstatt die Bildung zu vermitteln, die Alphabetisierung voranzutreiben und den Menschen einfach ein Gefühl zu geben, nicht jeden Scheiß irgendwo ins Internet zu tippen. So mache ich es ja mal ganz platt. Aber das denke ich, ist das Wichtigste. Genau, ich möchte auch bei den Kompetenzen einhaken. Es ist einfach so, dass die digitale Welt von der analogen Welt einfach, die beide haben grundsätzlich unterschiedliche, ich sage mal, Naturgesetze. Ja, also in der digitalen Welt ist vieles teilweise sehr subtil anders. Und ich kann eben die ganzen Sachen, die ich sonst so mache, in der digitalen Welt nicht genau gleich machen. Je ähnlicher es ist, desto besser und desto kundenfreundlicher ist es. Dann kann ich, das ist auch der Selling Point, komm doch zu mir, bei mir ist alles einfach. Das geht aber eben nicht bei allen, sondern wie ganz richtig da schon gesagt wurde, was wichtig ist diese Kompetenz zu vermitteln, diese Unterschiede zu erkennen und sich eben auf diese neuen Naturgesetze, auf diese neuen Gegebenheiten einzulassen, dann eben auch im Weiteren neue Prozesse zu entwickeln. Die alten Prozesse funktionieren eben nicht mehr so gut, sondern man muss da wirklich gewillt sein, teilweise komplett das wegzuwerfen. Ansonsten hängt man nämlich in alten Prozessen drinnen, die eigentlich sperrig sind und viel schlanker sein könnten. Also die jetzigen erfolgreichen Firmen, die sich quasi da neu aufgestellt haben und in gewisse Geschäftsfelder ja wirklich revolutioniert haben, die sind ja tatsächlich deswegen so erfolgreich, weil sie nicht mit den alten Geschäftsprozessen weitergemacht haben, sondern die weggeworfen haben und geschaut haben, wie funktioniert es in der digitalen Welt und wie funktioniert es dort schlank und elegant, weil das geht dort eben viel besser. Ja. Dann machen wir da mal, nachdem ihr mir das schon serviert habt, wie abgesprochen, vielen Dank dafür, die Überleitung zum nächsten Thema, nämlich zur Gesellschaft. Also wir heißen ja als Verein Digital Society für die Gesellschaft. Und da würde ich euch jetzt ganz gerne die Frage oder die Fragenthemen stellen. Ihr jetzt aus eurer jeweiligen individuellen Fachperspektive, wie seht es denn ihr die mittelfristigen Auswirkungen der digitalen Transformation auf die Gesellschaft? Welche Chancen, aber auch welche Risiken seht ihr? Und ja, ich moderiere, deswegen muss ich jetzt schweigen. Ich würde auch gerne mitreden. Aber bitte, wer möchte? Also ich glaube, eines der wesentlichen Themen, das mich persönlich auch sehr herumtreibt, aus meinem persönlichen Umfeld, aber auch beruflich, ist definitiv, dass die digitale Transformation oder auch jetzt, ich komme persönlich jetzt aus der Datenwelt mit Advanced Analytics und Data Science und künstlicher Intelligenz, um jetzt, wie soll ich sagen, ein bisschen so alle Begriffe zu nennen, die da gerade so herumschwirren, ist wahnsinnig viel möglich, wovon unsere Gesellschaft profitieren kann, sei es jetzt im Gesundheitsbereich. Es besteht die Möglichkeit auch schon heute mit neuen Methoden und in Zukunft noch mehr, schneller Krankheiten zu erkennen, frühzeitig Krankheiten zu erkennen zum Beispiel. Wir haben heute schon mehrfach gehört, dass man, wie soll ich sagen, vielleicht, dass die Arbeit angenehmer wird in unterschiedlichen Formen, weil wir die Möglichkeit haben, dass wir einfache Aufgaben leichter automatisieren oder einfach auch aus, wie soll ich sagen, aus einer Produktion heraus oder aus, wie soll ich sagen, aus seien es Kundendaten, Produktionsdaten oder was auch immer, mit neuen Methoden Zusammenhänge leichter erkennen können und so schneller auf die Veränderungen der Welt reagieren können. Das interessiert es mehr im Unternehmer als wir vielleicht den einzelnen Bürger. Aber es steht und fällt letzten Endes damit, dass die Leute offen sind für neue Technologien, für neue Ansätze, für digitale Technologien, für den Umgang mit Daten. Und da ist wirklich aus meiner Sicht so wirklich der, mit dem es steht und fällt, das Thema Angst vor
wie soll ich sagen, vor magischen Vorgehensweisen in einer künstlichen Intelligenz, vor Verlust des Arbeitsplatzes, vor großen negativen Auswirkungen, die oft einfach mit Unwissenheit zu tun haben und wo ich auch meine Branche wirklich auch jetzt, wie soll ich sagen, auffordern möchte, einfach auch eine klare Sprache zu finden und abzusehen davon, dass man sagt, okay, dass man alles mystifiziert und möglichst technische Begriffe verwendet und wie soll ich sagen, große Zukunftsbilder zeichnet, weil diese großen Zukunftsbilder den einfachen Nutzer oder den Bürger, der jetzt nicht in der Digitalisierung tätig ist, oft einfach überfordern. Überforderung führt zu Angst, führt zu Passivität und verhindert Teilnahme an der digitalen Transformation. Und ich glaube, dass einfach wichtig ist, die komplexen Themen einfach runterzubrechen. Ich würde auch so gern vom Begriff Digitalisierung absehen, weil eigentlich weiß keiner, was Digitalisierung ist, weil jeder von uns ganz was anderes darunter versteht, andere Beispiele. Und ich habe noch keinen super besseren Begriff gefunden. Ich glaube, dass man unterschiedliche Aspekte von Digitalisierung einfach auch aufbrechen muss und einzeln ansprechen, damit denn, wie soll ich sagen, da draußen allen leichter fällt zu verstehen, was wir eigentlich damit meinen, außerhalb unseres Fachexpertenkreises. Also ich denke, ein Hauptproblem, gesellschaftliches Hauptproblem, aber ich mag das wirklich sehr, was du sagst, Julia, ist auch, dass es eigentlich ist Digitalisierung oder wie wir es dann auch nennen wollen, ein sehr elitäres Problem, nämlich gerade. Wir kommen jetzt so in den tayloristischen Modellen, wir haben ja gerade so ein bisschen, auch selbst Corona, haben wir so das Lebensmodell Vollkasko. Also Kurzarbeit und so weiter und so fort. Und wenn wir uns jetzt, möchte ich gar nicht negativ behaftet sehen oder sowas. Aber wie gesagt, da kommen wir dann vielleicht auch noch ins Politische. Aber ich will gar nicht dahin. Ich glaube, so Everett Rogers müssen wir sehen. Es ist jetzt ein elitäres Thema. Und wenn der Staat, die Gesellschaft oder Unternehmen versuchen, auf alle Rücksicht zu nehmen, ich sage immer, wenn wir, Entschuldigung, die Oma, ich darf sie einmal nennen, wenn wir warten, bis die Oma zum letzten Mal in die Filiale der Bank Austria gegangen ist, dann sind wir mit der Digitalisierung ganz weit hinten. Das heißt, es ist ja heute schon auch in Unternehmen im Naturell nur 2,5% sind irgendwie Pioniere, dann kommen Visionäre. Aber die größte Hälfte, erst wenn es eingeführt ist und wenn es einmal gelaufen ist, dann springen die anderen alle mit auf. Und ich denke, dieses Thema, aber das ist natürlich nicht kompatibel mit gewählt werden oder mit Vorstand sein und so weiter und so fort. Also das passt so in diese Lebensrhythmen, die wir in der Industrie oder auch in der Gesellschaft haben, was Wahlverhalten angeht, überhaupt nicht rein. Aber wir müssen richtig Gas geben. Das heißt, wir müssen wirklich visionär denken. Wir müssen die Dinge umsetzen. Der Rest wird folgen in der Gesellschaft. Und das heißt, Bildung oben ran. Ich kann es immer nicht mehr oft genug sagen, weil wir sonst haben wir, und das ist es dann wird die Digitalisierung irgendwann das nämlich sein, die es sich leisten können, nutzen es wieder, um irgendwo in der Gesellschaft irgendwo den Riegel, den Zugang zu, sage ich mal, Einkommen oder sonst was zu bestimmen. Und das ist da, ich möchte jetzt nicht sozialistisch klingen, aber wir müssen schon darauf achten, dass wir uns Mühe geben, das Thema zu treiben. So sehr es die einen ablehnen, so sehr müssen die anderen es wollen, einzuführen. Stimmt, ja. Also ich finde da auch einen ganz interessanten Aspekt. Also die Digitalisierung oder die digitale Transformation von Vorgängen in die digitale Welt hat ja wahnsinnige Vorteile. Ja. Also ich kann arbeits- und energieintensive Vorgänge sehr optimieren oder gar ganz abschaffen. Und das bedeutet, ich kann sehr viele Kosten einsparen. Das heißt, das Ganze hat einen sehr starken monetären Aspekt. Das heißt, die Leute fangen einfach an, weil sie sehen, okay, da kann ich quasi Geld verdienen, Geld sparen, Geld verdienen. Dass sie anfangen, Sachen einfach in die digitale Welt zu transformieren, wo man sich dann fragen muss, ja, ist das dann der richtige Weg? Bestes Beispiel ist eben die Banken mit ihrem Online-Banking. Mittlerweile gibt es kaum noch Bankbetreuer. Wenn jetzt dann die Senioren daherkommen und sagen, so, ich möchte jetzt aber eigentlich eine Überweisung machen, stehen die teilweise, dann sind wir wieder beim Enkel, dass dann der Oma auf dem Smartphone erklärt, wo sie im Online-Banking welchen TAN und PIN und sonstigen Code eingeben muss, damit sie da eine Überweisung macht. Und
da, denke ich, müssen wir darauf aufpassen, dass wir eben einfach uns überlegen, was denn zu transformieren ist und teilweise da auch ein bisschen zurücknehmen und sagen, okay, aber genau diese Funktion entscheide ich mich jetzt nicht zu digitalisieren, weil die ist zum Beispiel wichtig für menschliche Interaktion. Ja? Ich brauche noch immer einen Kundenbetreuer. Ja, ich kann dann ich kann den Kundenbetreuer dann vielleicht per Videokonferenz anbieten. Der erklärt dann der Oma über Videokonferenz, wie sie denn das machen muss oder fotografiert sich den Zahlschein vom Bildschirm ab und macht das für sie. Also diese Art von Service, das ist eigentlich dann, wo man sagen muss, da sollten wir eigentlich hin. Ja, das Zwischenmenschliche, wir wissen, bei der digitalen Transformation ist das Zwischenmenschliche gerade das, wo es die Probleme oftmals gibt oder das Menschliche überhaupt, dass man eben neue Kompetenzen braucht und. Und das eben genau könnte man begleiten, indem man sagt, ja, okay, dann machen wir das eben gemeinsam und lassen nicht die Leute allein sagen, pass auf, hier hast du ein digitales Tool und schau, wie du damit zurechtkommst. Für mich ist es ideal, weil ich habe dann schon wieder ein oder zwei Personen eingespart. Nur ganz kurz ein Einwurf. Ich bete jeden Abend, stelle eine Kerze auf, ganz radikal, dass Apple eine Banklizenz bekommt. Weil ich habe Apple Pay, weil dann habe ich eine Ruhe, weil mein 90-jähriger Schwiegervater hat mit 88 noch gelernt, wie ein iPad funktioniert. Weil ich mir angucke, was die Banken für grottige Programme hinschmeißen, ich mag es überhaupt nicht mehr diskutieren. Ich möchte einfach, dass Apple eine Banklizenz bekommt, dann ist das Thema durch. Oder Amazon von mir aus, dann wissen wir, dass alle Bevölkerungsschichten teilhaben können, weil es so einfach wird, wie es funktioniert. Natürlich, Sicherheit kommen wir nachher noch zu dem Thema, aber das ist eigentlich das, wo ich einfach sage, das hat ja schon, weil nämlich das, was jetzt gerade so die Banken produzieren mit Theo und whatever 100.000 Apps, da blickt doch keine Sau mehr durch. Das ist doch genau das, was dann die Digitalisierung so unsmart oder unsexy macht, weil da kriege ich einen Vogel, wenn ich ein halbes Jahr nicht mit der Renault Bank konferieren kann, weil sie 10-mal die Security-App ändern, bin ich denn blöd? Also, und ich glaube, ich bin zwar schon ein bisschen älter, aber schon ein Digital Native, aber das ist ja zum Heulen. Entschuldigung. Ich wollte genau nämlich ansprechen zum Thema Banken. Also da muss man nicht immer sagen, ob man älter oder sonst ist, sondern sagen, die digitale Transformation wird nur funktionieren, wenn man einen Vorteil hat. Und welchen Vorteil hat man jetzt zum Beispiel bei einer Bank? Also die Systeme jetzt, oder wie soll ich sagen, eine Überweisung zu tätigen, die digitale Bank am Anfang war ja recht einfach. Jetzt muss man sagen, durch gesetzliche Änderungen und durch Datensicherheit ist es wieder schwierig geworden. Aber das ist jetzt dermaßen komplex wieder, dass ich mir denke, da bin ich ja noch schneller, wenn ich zur Bank rüberlaufe, Mann. Absolut. Und wenn man jetzt sage ich mal so, man kommt ja gar zu keinem Betreuer mehr nicht, und wenn man jetzt als Unternehmer ein Konto eröffnen will oder Gott behüte, als Verein eine Kreditkarte will, das ist dermaßen kompliziert mit den, man muss eine App haben, dann kriegt man den Code. Wenn man aber jetzt, man hat aber den Code noch nicht, deswegen kann man die App noch nicht bekommen und hin und her, da rennt man ja im Kreis. Jetzt sind wir technisch keine Digital Natives, aber trotzdem, wir kennen uns halbwegs aus. Und wenn ich mich da, und obwohl ich vorher gesagt habe, so herumärgern muss oder so ein Frustrationserlebnis, dann will ich das gar nicht. Dann will ich keine Digitalisierung. Dann kann mir das Ganze einfach gestohlen bleiben, weil dann gehe ich lieber zu meinem Bankbeamten, kriege vielleicht dafür noch einen Kaffee und habe es wirklich einfacher dort. Also wenn das nicht so simpel funktioniert, dass die Leute einen Vorteil sehen, wird es nicht funktionieren. Auf der anderen Seite gibt es jetzt Sachen wieder, die fantastisch sind, dass jetzt bei den neuen E-Mail-Programmen nicht, wollen sie diese Seite übersetzen, ich brauche mir gar nicht mal herumtun mit Copy und Paste, dass irgendwo hin, das ist zack, es ist alles schon da. Und das ist das, es muss immer auf einen Knopfdruck funktionieren, deswegen jetzt auch, das ist eine gute Idee mit dem Apple, weil dann, es nutzt nichts, wenn es so komplex ist. Das finde ich, ist eines der größten Risiken überhaupt, dass das nicht funktioniert, wenn das so komplex ist, weil da braucht man gar nicht drüber reden, dass man nur ältere Personen, da lässt man viele weg, einfach die sagen, interessiert mich nicht. Und eins der größten Risiken sehe ich auch, also aus meinem Bereich eben Datenschutz und Datensicherheit. Also Digitalisierung geht einher, dass man mit sehr viel Daten sehr viel Gutes machen kann. Und wenn man sich jetzt die ganzen Diskussionen anschaut, sei es Corona-App oder so weiter, dann wird immer
der Datenschutz als der Verhinderer dargestellt. Ja, aber im Endeffekt ist, man kann alles mit dem Datenschutz sehr gut machen. Auch Datensicherheit ist wichtig, aber es ist ein wichtiges Thema einfach. Und wenn man das von Anfang an mitbedenkt, dann kann man viele Sachen machen. Und ich glaube, es ist bei uns, ich habe aber jetzt eben sehr viel heute jetzt eben mit Deutschland diskutiert, da wird das wirklich so, so wegen Corona können jetzt, wir wären schon viel weiter in Corona, wird es keinen Datenschutz geben. Ja, was man ja auch sagt, das ist ja auch ein bisschen sehr an den Haaren herbeigezogen, dass man das als Ausrede insofern verwendet. Aber man muss jetzt einfach mitbedenken, und da sind wir wieder vorher bei der Kompetenz, es gibt einfach, ja, das sehe ich schon, sehr wenig Kompetenz im Thema Datensicherheit und Datenschutz. Es gibt sehr wenig Experten, im Moment einfach viel zu wenige, um das Ganze zügig vorantreiben zu können. Da braucht man wirklich fair Bildung, nicht nur beim Einzelnen, sondern das muss einfach in viel mehr breiteres Basiswissen kommen. Ja. Hannes, das Mikro ist, glaube ich, stumm geschalten, wir hören dich nicht. Und ich darf alle Teilnehmer bitten, ihre Kameras zu deaktivieren, damit wir dabei einmal nur den Pendel haben und bei der Diskussion dann die Kameras wieder zu aktivieren, fängt der Bandbreite. Dankeschön. Sorry, Alfons. Ich würde noch ganz gerne mal zurückkommen, noch einmal auf die Eingangsfrage. Wie wird digitale Transformation die Gesellschaft mittelfristig verändern? Wir haben jetzt viel über Tools und Anforderungen gesprochen und ich möchte da den Ansatz von der Julia doch noch einmal mit aufnehmen, die da in Frage gestellt hat oder zumindest hinterfragenswürdig es empfunden hat, das immer mit digital zu benennen, die digitale Transformation. Ist es in Wahrheit nicht so, dass sich die gesamte Gesellschaft in einem Transformationsprozess befindet, auch bedingt durch Klimaschutz, auch bedingt durch sonstige Entwicklungen, und dass die Digitalisierung im Wesentlichen nur ein Treiber ist, der uns dazu unterstützt. Ich habe jetzt plötzlich ein Echo. Jetzt geht's, glaube ich. Ja, da war, glaube ich, ein Mikro offen. Okay. Geht schon. Wohin soll uns das Ganze führen? Immer wieder haben die Panelmitglieder vom Nutzen für den Einzelnen gesprochen. Der Nutzen, sprich der Wert für den Einzelnen, ist aus meiner Sicht hier immer das Entscheidende. Wir haben auch gehört von Services, ja, Services, die Nutzen bringen. Und was wir sehen und wo wir uns ein bisschen damit beschäftigen, ist die Transformation, und jetzt verwende ich bewusst nicht digital, die Transformation von einer güterdominierten Logik hin zu einer serviceorientierten Logik. Ich sprich da auch von den Wertschöpfungsketten. Wir haben also aktuell Wertschöpfungskette klassisch in der Beschaffung, Produktion, Auslieferung, Versand, und wir haben den Bereich Service dann hinten angehängt noch. Und jeder von uns kann sich noch erinnern an den Werbespruch von Lauda, Service is our success. Ja? Was wird damit vermittelt? Neben dem Wert des Transportes von A nach B wird auch noch der Wert Service mit vermittelt, mitverkauft. Exzellenter Service, der noch dazu kommt. Worauf will ich hinaus? Wir sind aktuell in dieser klassischen güterdominierten Logik der gesamten Wirtschaft. Es geht um Güter, um Produkte und um Besitz. Und jetzt kommt Digitalisierung plötzlich ins Spiel. Und die Digitalisierung bietet jetzt die Möglichkeit, neue Geschäftsmodelle zu machen, indem der Gedanke des Services im Mittelpunkt steht. Heißt, wir haben plötzlich eine service-dominierte Logik in der Geschäftswelt stehen. Und schauen wir uns das an, mit welchen Auswirkungen das verbunden ist. Beispielsweise Automobilindustrie. In der Automobilindustrie klassisch derzeit Wertschöpfungskette güterdominiert. Waren werden bestellt, Fahrzeuge, Produkte werden gebaut, verkauft, und der Dienstleistungsbereich
kommt hinten noch an diese bestehende Wertschöpfungskette hinzu. Um welchen Wert zu schaffen? Um den Wert von Mobilität zu schaffen. Digitalisierung aber jetzt, digitale Transformation mit neuen Geschäftsmodellen ermöglicht uns, diesen Wert der Mobilität als Dienstleistung zu kreieren und nicht mehr als Produkt. Und auch Automobilhersteller haben schon darauf reagiert. Klassiker Mercedes-Benz mit der Gründung von Car2Go, wo plötzlich das Wertversprechen der Mobilität als Dienstleistung dem Kunden zur Verfügung gestellt werden und so neuer Nutzen geschaffen wird. Das heißt, das ist auch ein Transformationsprozess. Ist es wirklich digitale Transformation? Ich sehe es so, dass die Digitalisierung hier Treiber und Enabler von diesen Transformationsprozessen ist. Am Ende geht es darum, sind wir wieder beim Nutzen für die Gesellschaft, ressourcenschonender, energieeffizienter, alles, was das Pendel an Argumenten pro Digitalisierung hineingebracht hat, so zu generieren, dass wir einen ähnlichen oder einen besseren Nutzen für den Kunden erzielen, als wir es derzeit machen. Auch das ist ein Aspekt. Nachdem ich jetzt sehr, sehr viel Positives vom Pendel gehört habe, muss ich natürlich als Shop-Provokateur Frage stellen, wahrscheinlich allen, die hier online sind, gehört, MIT-Studie, künstliche Intelligenz, Vorhersage, homosexuelle Neigung anhand Gesichtserkennung über künstliche Intelligenz. Also im arabischen Raum kann dir das den Kopf kosten, ob die AI jetzt richtig liegt oder nicht. Wie sehen Sie diese Risiken, die sich dadurch diese ganz neuen Zugang gegen. Und seit dem Mailüfterl hat sich ja viel getan in der Digitalisierung. Ein bisschen die unangenehmen Fragen an euch. Oder vielleicht auch nicht. Das ist ein bisschen das, was ich vorher gemeint habe mit dem Thema, es braucht mehr als nur die Bedienkompetenz von digitalen Tools, sondern wir müssen auch als Nutzer ein bisschen, uns damit auseinandersetzen, was passiert eigentlich im Hintergrund mit diesen digitalen Services, die uns angeboten werden. Und ich glaube, dass es auch, ich nenne es jetzt Bürger, quasi am interessierten Bürger, verständlich sein kann, wie künstliche Intelligenz vom Prinzip her funktioniert, wo da die Problemstellen sind und die Quellen von sogenannter Bias, also Verzerrungen in künstliche Intelligenzanwendungen sind. Und es ist ja nicht nur, dass man Homosexualität eventuell von anderen Gesichtszügen kommt, mir ist ein bisschen interessant vor, aber es wird sicher ein ähnliches Beispiel sein. Es ist in jeder Form, also es betrifft ja nicht nur Homosexuelle, es betrifft auch irgendwie jede Form von Gruppe, der man irgendwo mal einen bestimmten statistischen Zusammenhang in eine bestimmte Richtung feststellen kann, wo vielleicht jetzt Diskriminierung oder auch nicht absichtliche Diskriminierung, sondern bestimmte Tendenz in der Gesellschaft besteht, was dann weiter fortschreitet, indem man halt mit künstlichen Intelligenzlösungen baut. Jetzt habe ich es ja nicht abstrakt gesprochen, ich probiere es mal mit einem Beispiel herunterzubrechen. Es war einmal die Diskussion von diesem AMS-Algorithmus zum Beispiel, wo es darum gegangen ist, den AMS-Mitarbeitern die Arbeit zu erleichtern, indem schon vorab kategorisiert werden potenzielle Teilnehmer für ein Weiterbildungsprogramm. Ja? Entweder man ist so gut qualifiziert, bekommt kein Weiterbildungsprogramm, weil man gleich wieder am Arbeitsmarkt eingeschleust wird. Man bekommt kein Weiterbildungsprogramm, weil es hoffnungslos ist, weil die Chancen so schlecht stehen. Oder man bekommt ein Weiterbildungsprogramm, weil man genau in diese mittlere Gruppe reinfällt. Ich mag das noch ganz kurz. AMS-Algorithmus, das ist das Arbeitsmarktservice, das ist quasi die Arbeitslosen. Ich weiß. Ja, genau. Und was da, und ohne da jetzt zu tief einzutauchen, was da zum Beispiel festgestellt worden ist, ist, dass halt zum Beispiel aus den Vergangenheitsdaten heraus Frauen zum Beispiel, die mit Pflegeaufgaben, entweder Eltern oder Kinder oder andere Familienmitglieder, tendenziell schlechter eingestuft wurden, beziehungsweise seltener oder häufiger diese Programme nicht abgeschlossen haben und deswegen quasi für die zukünftige Empfehlung für Weiterbildungsprogramme schlechter gestellt wurden durch diesen
also ein Algorithmus, der in Wahrheit kein KI ist, sondern quasi eine andere, also statistische Methode, aber wo sich das halt dann fortsetzt, Phänomene, die wir jetzt schon da haben. Und worauf ich hinaus will, ist das, dass es durchaus, also diese Gefahren, die da bestehen und die in der Technik quasi intrinsisch enthalten sind, das muss schon möglich sein, dass man sich als Bürger informiert darüber, beziehungsweise auch ein bestimmtes, wie soll ich sagen, es möglich ist, dass man das hinterfragen kann, die Technologie, und da braucht es Kompetenz dazu im Sinne einer fortgeschrittenen Medienkompetenz, ja, die heute, wie soll ich sagen, eine andere Medienkompetenz ist, wie es zum Beispiel zu meiner Schulzeit damals, wie heute halt irgendwie ja, der Umgang mit Medien erklärt ist. Jetzt habe ich sehr lange gesprochen, ich hoffe, ich habe es jetzt auf den Punkt gebracht, aber ich glaube, dass der Schlüssel dessen ist, dass man auf der einen Seite, dass Experten sich mit den Risiken auseinandersetzen, aber auch jeder Einzelne in dem Rahmen, in dem es ihm möglich ist, mit Methoden, die einer breiten Masse bedienen. Das ist der erste Punkt, ja. Also man muss jetzt nicht unbedingt so in die Extrembeispiele hineingehen, wo es also wirklich um Grundrechtsverletzungen geht, wie mit dieser Gesichtserkennung und Zuordnung der Sexualität, sondern es geht ja auch viel einfacher eben mit diesem AMS zum Beispiel Algorithmus, der einfach nur die bestehende Diskriminierung einfach fortschreibt, weil er das, was wie bisher diskriminiert wurde, quasi zur Norm erklärt und daran dann wertet. Es geht aber sogar noch viel einfacher, genau was du jetzt zum Schluss gesagt hast, es geht einfach auch nur um die digitalen Skills. Ich habe da ein super Beispiel mit meiner Mutter, die wohnt in Niederösterreich und wollte sich eben zur Corona-Impfung anmelden, und das geht in Niederösterreich nur übers Internet. Und sie ist jetzt zwar jetzt nicht unbedingt sozusagen jetzt digital komplett unbeleckt, aber das war ja einfach zu viel, weil da muss man auf eine Webseite gehen und da stehen dann Sachen drauf und da muss man dann aufs Richtige klicken und da gibt es einfach eine sehr große Hürde. Und sie ist aber jetzt auch nicht jemand, der irgendwie schüchtern ist, sondern sie hat dann einfach in der Gemeinde angerufen beim Gesundheitsamt und hat gefragt, so, ich möchte jetzt gerne mich anmelden, ich kann das aber jetzt übers Internet nicht machen, könnt ihr mir dabei helfen? Und da hat sie einfach dann nur die Antwort bekommen, nein, da sind wir nicht dafür zuständig, das macht alles das Land Niederösterreich, die sind dafür zuständig, das ist die Landesregierung dafür zuständig. Das heißt, alle anderen, die sich das zum Beispiel nicht trauen, die wissen auch gar nicht, wie sie das jetzt dann machen sollen. Also letztlich bin dann ich ins Internet eingestiegen und habe für sie diese Anmeldung gemacht und habe für sie die Termine ausgemacht und muss sagen, das war jetzt auch nicht furchtbar schwierig und kompliziert. Aber es war einfach, die haben ein super Anmeldesystem verwendet mit einer Warteschlange, wo man halt hineinkommt, wenn man da einsteigt und dann, damit das System nicht überlastet ist, damit immer nur ein paar auf die Termine zugreifen und sich nicht gegenseitig die Termine wegreservieren. Also ein und für sich super gemacht, aber das braucht einfach da eine gewisse Erfahrung, das muss man einfach schon einmal gemacht haben, um sich da sicher bewegen zu können. Und das ist vollkommen verständlich, dass Leute, die also zwar ja gut mit dem Handy umgehen können, sogar Online-Banking schaffen, also zum größten Teil, einfach bei solchen Sachen dann einfach nicht weiterkommen, weil diese Skills dazu fehlen. Das heißt, man muss jetzt sagen, es gibt sozusagen große, sehr punktuelle Gefahren in Richtung eben Diskriminierung in Richtung Grundrechte, aber es gibt eben sehr viele verteilte kleine Gefahren, die dann eigentlich aber zu großen werden können, weil ohne Corona-Schutzimpfung steht man halt heutzutage relativ blöd da. Ja, also das ist dann quasi flächendeckend, haben sehr viele zwar nur eine sehr scheinbar kleine Hürde, die aber dann durchaus sehr großen Einfluss haben kann. Ja, ja, also Ich wollte nur gerade sagen, dass willkommen, ich bin fröhlicher Steuerzahler in Österreich mit einer E-Karte
und habe, weil ich in Deutschland sitze, eine deutsche IP-Adresse versucht, mal einen Impftermin zu bekommen. Geht nicht. Die deutsche IP-Adresse verhindert, dass ich eine Anmelden nicht anmelden kann. Der Staat schreibt mir andauernd, ich soll mich anmelden. Gott sei Dank bin ich Nutznießer beider Gesundheitssysteme. Ich mache es jetzt hier in Deutschland, aber das ist schon mal, also das ist ein Dilettantenfehler, weil in Europa sollte sowas nicht mehr passieren, dass man die Hürde die IP-Adresse ist. Okay. Aber ich möchte noch mal auf das, was die Julia gesagt hat. Ich glaube, die Digitalisierung oder alles, was wir jetzt gerade besprochen und auch das Thema Sicherheit, wir müssen die Methodik ändern. Und die Methodik, erstmal das Grundvoraussetzung ist Vertrauen und Zutrauen. Das Problem ist, wir müssen mal ins Wachstum und Zutrauen, während des Prozesses Dinge dann zu regeln, zu sagen, stopp, hier geht es jetzt in irgendeine rechtliche Graulage oder sowas, hier können wir noch mal machen. Aber wenn wir versuchen jetzt, und das tut der Staat die ganze Zeit, alles von vorne bis hinten zu bedenken und zu regulieren, damit wir dann mal anfangen können, dann werden wir verlieren. Das heißt also, das Thema ist, wir müssen die Dinge beginnen, weil wir werden gegenüber Gesellschaften oder Ländern verlieren, die sich diese Gedanken nicht machen. Aber ich bin auch ein Fan von Sicherheit, aber wir müssen tun und müssen in der Lage sein. Und das funktioniert ja noch nicht mal in Unternehmen. Jeder will erst wissen, wie viel ROI, wie viel dies oder das und Sicherheit und dies oder das. Wir nehmen uns ganz viel Energie, indem wir Dinge voraussagen, die wir jetzt gerade nicht wissen. Ich plädiere, Methodikänderung fangen wir einfach mal an. Wir können immer abbrechen, wir können noch immer korrigieren auf dem Weg, aber das bedeutet ganz einfach, wir müssen mal los. Und ich glaube, das ist eine Änderung der Methodik, die Menschen auch verstehen müssen. Man weiß jetzt noch nicht so ganz genau, wir haben ein Zielbild, das dürfte es sein, aber wir können nicht auf Punkt und Komma genau sagen, was da hinten rauskommt. Ein Gefahrenfeld, das ich auch noch unbedingt ansprechen möchte, ist das Thema Informationsblasen. Richtig. Was auch, wenn es jetzt um die Auswirkungen für die Gesellschaft geht und Risiken, die schon wahrgenommen werden, beziehungsweise die auch in Expertenkreisen intensiv diskutiert werden, ist jetzt schon das Thema, und das betrifft auch meine persönliche berufliche Vergangenheit ein Stück weit, wenn man sagt, okay, aus Verhalten in sozialen Medien lassen sie Rückschlüsse auf Gemütslagen, auf, wie soll ich sagen, Lifestyles etc. Rückschlüsse machen, was man auf der einen Seite im Marketing und Vertrieb nutzen kann, indem man Angebote individualisiert zuschneidet. Das bedeutet dann zum Beispiel, dass man für diejenigen unter uns, die noch auf Facebook sind oder halt auf anderen sozialen Medien dann entsprechend natürlich Informationen erhält zu bestimmten Produktkategorien, die eben speziell da für einen interessant erscheinen. Und ich bin da mit einer kleinen Vortragsserie unterwegs bei Vereinen, das ist so ein bisschen mehr so das Hobby von mir, wo man eben darüber diskutiert, okay, wie wirkt sich denn jetzt wirklich dieses Verhalten, mein Verhalten in sozialen Medien auf mein Leben, auf meine Wahrnehmung von der Welt da draußen aus? Und den Satz, den ich immer höre, ist, ja, ich habe ja eh nichts zu verbergen, in dem Sinn, dass mein Verhalten in den sozialen Medien vielleicht Auswirkungen hat, aber es betrifft mich letzten Endes, es ergeben sich daraus keine Konsequenzen, weil welche Werbung von welchem Produkt mir jetzt angezeigt wird, ist mir eigentlich wurscht, und wenn es eine Produktkategorie ist, die mir besonders Freude bereitet, dann ist das auch was Positives für mich. Und das verstehe ich ein Stück weit, aber ich sehe natürlich auch, wie soll ich sagen, speziell wenn es um politische Werbung geht oder wenn es um den Zuschnitt von Informationen, der Aufbau von Informationsblasen geht, ist natürlich schwierig, weil, und da sind wir auch wieder beim Thema Medienkompetenz und Bildung, wir nach wie vor in unserem Hinterkopf haben, wir sind aufgewachsen oder haben uns ins Internet, in die Nutzung des Internets hineinentwickelt unter der Vorstellung, das Internet ist ein neutraler Ort, wo alle Informationen dieser Welt frei zugänglich sind und wir quasi ein Abbild der Welt sehen. Und das ist mit der zunehmenden, wie soll ich sagen, Segmentierung auch auf der einen Seite Werbeflächen, mit dem Profiling, das auf Basis unserer Social Media Nutzung gemacht wird, natürlich auch heute nicht mehr so, dass wir genau das sehen, was auch
ganz konkret politische Werbung, was unser Nachbar vielleicht sieht, der sieht, der anderes Profiling in seinen sozialen Medien hat. Und ich glaube, das ist da ein großes, ich meine, da war kürzlich, glaube ich, was in der Presse oder in der Furche, hat auch ein Experten geschrieben oder diskutiert, dass im Endeffekt die sozialen Medien ein großes Risiko für unsere Demokratie birgt. Was ich persönlich, ehrlich gesagt, auch glaube, solange wir es nicht schaffen, dass wir den Nutzern diverser sozialen Medien oder digitaler Angebote generell erklären, was denn eigentlich da dahinter passiert und dass, wie soll ich sagen, diese digitalen Medien eben auch Informationswelten schaffen, die nicht allgemeingültig sind, sondern auf mich zugeschnitten. Das ist wieder für mich das Stichwort Datenschutz und Datensicherheit, weil da geht, wie soll ich sagen, auch schon vorher bei deinem Beispiel mit dem AMS, das greift ja extrem in die Privatsphäre ein. Und ich sehe, wie gesagt, beim AMS-Logarithmus hat man das ja bald gesehen und das hat ja auch die Datenschutzbehörde in erster Instanz auch abgedreht und hat gesagt, nein, so kann das nicht funktionieren, weil es einfach die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür nicht stimmen, ganz abgesehen davon, wenn ein Algorithmus so schlecht ist, dass das rauskommt, dann muss man sagen, da muss ja auch noch einiges gearbeitet werden. Es stimmt zwar auf der anderen Seite, man muss ja mal ins Tun kommen, aber wenn es so große menschliche und rechtliche Auswirkungen hat, dann muss man das vorher schon ein bisschen genauer überlegen. So sehr wir auch viel ins Tun kommen müssen bei manchen Sachen und manchmal hilft uns das Recht, manchmal behindert das in sehr vielen Themen. Und wenn man dann aber einmal schlechte Erfahrungen gemacht hat und insbesondere hier Verlust der Privatsphäre, und das ist ja das Schlimme, dass den meisten Leuten ja gar nicht bewusst ist, wie manipulierbar wir sind und in den Medien wir noch mehr manipuliert sind. Aber ganz, mich erschüttert das ja auch, es gibt jetzt wirklich sehr viel große Data Breaches von sehr vielen großen Firmen, wo wirklich Kontodaten und so weiter bleiben. Und denk mal, das ist jetzt ein, zwei Tage ein Aufschrei, aber es gibt da echt keine Empörung. Währenddessen, wenn ich jetzt, weil diesen Fall ist gerade, wie soll ich sagen, bei mir gerade am Tisch war, jemand kommt ohne Maske in ein Geschäft und derjenige sagt, bitte setzen Sie die Maske auf und der sagt, nein, ich habe ein Attest, ich muss die Maske nicht aufsetzen und dann zeigt er ihm das Attest und zeigt ihn dann bei der Datenschutzbehörde an, weil er die Gesundheitsdaten gesehen hat. Also da fehlt einfach die Verhältnismäßigkeit von den Bürgern selbst. Sie sehen, das wirklich große Drama, das ist weit weg, das ist in der Blase Internet und das kleine Drama, das man sagt, das aber wirklich jetzt für den Fall vielleicht unangenehm ist, aber im Großen und Ganzen nicht zu diesem Grundrechtseingriff eigentlich gibt, aber der wird als sehr tragisch gesehen. Und solange die Awareness hier nicht da ist, dass das, wie soll ich sagen, ich möchte nicht sagen das Böse, aber das Gefährliche, wenn wir gerade sagen, wo sind die Gefahren, aber das Gefährliche wirklich ganz woanders liegt, dass man einfach nicht versteht. Also das ist einfach zu weit weg. Das ist unser, jetzt sagen wir so gar nicht mit der Bildung, das ist offensichtlich auch unser menschliches Gehirn, dass das einfach nicht als Gefahr sieht. Also wenn wir erinnern, wir haben jetzt ja gerade die Feier auch gehabt, oder beziehungsweise das Jubiläum von Tschernobyl, das haben wir auch damals nicht so wahrgenommen. Wir haben zwar dann etwas später irgendwann die Bilder gesehen, aber das ist irgend so ein radioaktives Ding, das sieht man nicht, hört man nicht. Also wir sind offensichtlich nicht in der Lage, diese Gefahren zu erkennen. Und da gibt es, glaube ich, noch so ein Beispiel, dass wenn man uns ein Foto zeigt von einem Dinosaurier, sind wir wesentlich mehr alert, als wenn man ein Foto sieht, wie irgendein Auto auf uns zukommt. Also da sieht man, und unser, jetzt sagen wir mal so, altes Hirn ist für diese neuen Gegebenheiten erst wirklich ein bisschen anders trainiert auch werden, dass wir das so wahrnehmen können. Gibt es da jetzt noch? Ich kann zu diesem Denkenumfeld schon noch etwas sagen. Wir stehen da im klassischen Spannungsfeld zwischen Datenschutz, Persönlichkeitsrechte einerseits und Gemütlichkeit, Komfort und Service andererseits. Für mich wirklich sehr, sehr alarmierend ist dieses Profiling. Wir haben erst neulich einen Bericht gesehen von einem amerikanischen Wahlkampfmanager, der da sehr stolz erzählt hat, dass sie für jeden Wähler mittlerweile fast 50.000 Merkmale haben,
an dem Sie den potenziellen Wähler identifizieren und selektieren können. Ja, wenn er 50.000 Merkmale hat, das Modell performt dann eh schon nicht mehr gut, das macht man schon ja, weniger so. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Ja. Oder zumindest mir geht es so, und vor allem in den Gesprächen, weniger im beruflichen als vor allem im privaten Freundeskreis. Dieser von der Julia schon angesprochene, diese Datenblase in den Social Medias, ja, wir sind gleichzeitig drinnen, wir sind miteinander befreundet, wir sehen aber vollkommen andere Inhalte. Also auch da sehen wir ganz klar, wie manipuliert wir werden und in dem Fall wahrscheinlich nicht einmal bewusst manipuliert, sondern eben durch einen Algorithmus, der es ermöglichen soll, den Werbeschaltenden auf den Plattformen mehr Umsatz zu generieren. Das ist ja noch relativ harmlos. Ja? Für mich ein bisschen erschreckender wird es dann, wenn ich mit meinem Freund gemeinsam auf Amazon einsteige, ich mit dem iPhone, er mit dem Android, wir suchen den gleichen Artikel und der kriegt nur 8-10% günstiger als ich. Ja, das ist auch dann schon ein bisschen die härtere Variante. Und wenn wir noch einmal auf die Auswirkungen in der Gesellschaft denken, und ich verstehe die Intention von Markus natürlich sehr gut, lass uns probieren, lass uns machen, lass uns tun, amerikanisches Prinzip. Ich bin aber auch, wenn auch nicht so intensiv wie die Judith, doch auch zertifizierter Datenschutzbeauftragter, mache bei all meinen Digitalisierungsprojekten Checks Richtung Datensicherheit, was wir heute aber überhaupt noch nicht besprochen haben, auch als Auswirkung für die Gesellschaft. Und ich weiß nicht, wie es euch in eurem Bekanntenkreis geht. Ich höre von meinen Freunden zur Genüge, du, dieses Profiling, dieses Aufzeichnen, dieses Nachspionieren, das haltet mich davon ab, diese digitalen Welten überhaupt zu betreten und zu benutzen. Das ist ein Effekt. Und der zweite Effekt, und das muss man halt auch ganz ehrlich sagen, auch wir hier in diesem Panel und alle, die uns zugeschaltet sind, wir befinden uns ja auch in dieser Digitalisierungsblase. Und sehr viele Leute haben damit überhaupt nichts zu tun und überhaupt nichts am Hut. Ja? Die kennen das Ding schlicht und ergreifend nicht. Und ich glaube schon, das ist eine hohe Verpflichtung, speziell auch von uns gegenüber diesen nicht digital affinen Leuten, ist, denen Angebote zu schaffen, mit denen sie wenigstens nicht grob benachteiligt werden, nur durch das, dass sie kein nicht digital affin sind. Und da denke ich ja ganz trivial an so Dinge wie Flugzeug buchen. Ich kann mir über die Suchmaschine den billigsten Tarif raussuchen. Mein Nachbar, der nicht digital affin ist, geht zum Reisebüro und zahlt den dreifachen Preis fürs Flugticket. Ja. Noch schlimmer ist, wenn man sich das vorstellt, sogar die ÖBB als Staatsbahn betreibt dieses Spielchen. Ich habe das ausprobiert. Ich habe am Handy, wo ich meine Geschäftsreisen mir buche, natürlich diese Early Birds Tickets bekommen für Innsbruck Wien um 29,90, und wenn ich am Schalter hingegangen bin, dann hat mir das Ticket 78,50 oder sowas gekostet. Ja. Also diese Nachteile, diese Benachteiligung jener Mitbürgerinnen und Bürger, die eben nicht digitale Medien nutzen, aus welchen Gründen auch immer, aufgrund von fehlenden Skills, da müssen wir was tun, völlig eurer Meinung, aber auch aufgrund der Vermeidung von Profiling, von Nachverfolgbarkeit, von was auch immer, denen darf doch nicht um Himmels Willen der große Nachteil entstehen. Und ich freue mich jetzt schon auf den Markus, seine Entgegnung, in der schon ganz heiß. Gar nicht dagegen. Ich verstehe das alles, ist alles in Ordnung. Ich bin dann, aber jetzt gehe ich einfach mal zurück in die analoge Welt. Ich sage, ich rede heute über Deutschland. In Deutschland haben wir eine Vielfalt der Zeitungen in der Hand von 5 Großfamilien. Burda, Funke und so weiter. Wo ist da die Information,
klar offen für den Menschen zugänglich. Also es nur weil es Papier ist, ist es nicht wahrer oder wird es nicht gemacht. Im amerikanischen Wahlkampf hat man vor dieser Merkmalserfassung, das nennt sich the Letter of Engagement, hat man genauso dieses Profiling genauso gemacht. Man hat offene Angebote gemacht. Man hat immer den sage ich einfach mal, den Wähler mit in die nächste Stufe versucht hochzubringen. Ich frage ihn einmal nach $5, dann frage ich ihn nicht mehr nach 5, sondern 20 und so weiter. Also diese Methodiken sind in der analogen Welt, sie sind nicht so schnell, sie sind nicht so präzise. Ich hoffe immer, ich sage immer, ich versuche so viel Daten zu generieren, dass keiner Bock hat, sie zu analysieren. Also aber auf jeden Fall, aber das ist, da haben wir dann genau das gleiche Thema. Also ich sage mal, generell müssen wir das Thema, und da bin ich bei dir, wenn das allumfassend, das hat aber dann nichts mehr mit Digitalisierung oder dem digitalen Bereich zu tun. Das hat auch, da ist dann auch der analoge Bereich. Wir haben die Problemstellung, bin ich bei dir, aber die haben wir in der gesamten Welt. Also in der analogen wie in der digitalen. Also da möchte ich noch mal ganz kurz einhaken und ich nehme mit dem Beispiel Dynamic Pricing. Mhm. Ja? Ich sage so, der Apple-Nutzer und der Android-Nutzer, der arme Apple-Nutzer muss mehr zahlen, weil er erkennbar ist im Internet als Apple-Nutzer. Das ist so der Klassiker eben Dynamic Pricing im Online-Shop oder auf Amazon oder wo auch immer. Jetzt, wenn man einen Marketing-Analysten fragt, also Leuten, wie soll ich sagen, also die in meiner Ecke da arbeiten, die sagen, ja, Dynamic Pricing ist aber nichts anderes wie auf den Basar gehen. Im Endeffekt, das ist nicht das Problem der digitalen Welt, sondern das gibt es auch am Basar und am Basar ist es auch akzeptiert. Da muss ich aber ganz intensiv entgegnen. Wenn ich auf den Basar gehe, ist mir als Konsument klar, wie die Preisfindung stattfindet und dass das eine Verhandlungssache ist. In der digitalen Welt, im Bereich des E-Commerce, ist es den 99,9 periodisch Prozent der Konsumenten nicht klar, dass diese Preisfindung nicht, also quasi nicht gleich für alle ist, sondern dass das auf Faktoren basiert, die eben nicht, wie soll ich sagen, transparent sind und er das auch gar nicht erkennen kann, deswegen kann er gar nicht in die Verhandlung einsteigen. Und das ist was, wo ich auch meine eigene Branche wirklich, wie soll ich sagen, aufrütteln möchte, beziehungsweise auch kritisieren möchte, weil man kann sie nicht abputzen und sagen, ja, der Konsument kann eh mitverhandeln. Faktisch kann er es nicht. Er könnte es, wenn der Konsument Medienkompetenz, digitale Medienkompetenz haben würde, Konsum, wie soll ich sagen, die Informationen als Konsument, die er brauchen würde, um hinter diese Technologien und die Funktionsweisen dahinter zu steigen und auch Informationsbubbles zu erkennen. Nur das ist heute passiert nicht, weil auch in den Schulen der Digitalunterricht, und ich glaube, das ist ein abendfüllendes Thema, auch diese Kompetenzen nicht vermittelt, leider. Wir haben einen Elfjährigen und es ist bitter, was da in den Schulen passiert, obwohl ich mir sicher bin, dass es, wie soll ich sagen, die Lehrer nach bestem Wissen und Gewissen agieren. Ohne da jetzt ein neues Thema aufmachen zu möchten. Ja. So, nein, aber ein Punkt, was ich finde noch gut erwähnt ist, dass ich erstens, dass die meisten Menschen nicht wissen, dass es ein Dynamic Pricing ist. Und der Unterschied zum Basar ist noch, ich kann aktiv fragen nach einem niedrigen Preis. Ja. Ich kann aber im Internet nach einem niedrigen Preis fragen. Jetzt sage ich mal so, also das passiert, natürlich kann man ab und zu bei Amazon fragen und sagen, ah hoppa, ich habe das gesehen, gibt es jetzt günstiger für mich auch. Aber jetzt sage ich mal so, das ist schon sehr wenig von Erfolg gekrönt, dass ich mit diesen Leuten verhandeln kann. Ja. Bei einem Basar kann ich verhandeln. Da habe ich nicht nur vom Wissen, sondern ich kann eine aktive Rolle einbringen, das kann ich im Internet sehr selten, ja. Aber das gefällt mir, dass wir jetzt für den Menschen reden. Ich mache es jetzt mal aus der Praxis, auch wenn ich jetzt wirklich aus meiner Firma sage, wir sind transparent, wir sind so ziemlich 100% transparent. Der Mitarbeiter kann alles erfahren in unserem Unternehmen. Und ihr glaubt es nicht, wie vielen es einfach wurscht ist. Und das ist halt genau unser Problem. Wie vielen ist es einfach wurscht? Es ist mir wurscht, wie das zustande kommt. Es ist mir einfach wurscht. Du kannst hinschreiben, was du willst. Du kannst transparent, du kannst Millionen für ausgeben. Es ist einfach mühsam, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Und da bin ich schon, also man kann ihnen erklären, man muss sicherlich erklären, was das alles bedeutet. Ich bin gar nicht dagegen.
aber wir müssen, da fängt Bildung wieder an. Da bin ich dann schon wieder bei der Julia, der Elfjährige. Man muss es irgendwann mal anfangen, in dem Sozialisationsprozess mit dieser Aufmerksamkeit dahin zu lenken. Aber heute ist es doch den meisten erst einmal zu mühsam und wurscht. Aber deswegen ist es nicht obsolet. Nein, absolut nicht. Aber da bin ich so ein bisschen schon, da merkst du schon manchmal meine Frustration, weil ich bemühe mich ja, oder wir bemühen uns als Unternehmen, transparent zu sein, offen zu sein oder sowas, wie viele dann einfach auch sagen, oh, ich gehe halt ins Geschäft. Also und das ist halt genau das Thema und das ist auch gesellschaftlich ja klar zu erkennen. Wir dürfen wählen, jeder kann einen Verein gründen, kann sich engagieren, wenn ihm was wichtig wäre. Das ist so ein bisschen auch so ein bisschen, ich glaube, da müssen wir auch mal echt gucken, weil das ist dann auch schwierig, ja. Also es ist genau so, wie ich eingangs ja gesagt habe, dieses Spannungsfeld zwischen Datenschutz, Persönlichkeitsdaten und der nackten Gemütlichkeit. Ja. Ich habe noch nie mich bei irgendwo angemeldet, ohne nicht zugestimmt haben, zu haben zu den AGBs. Ja, eh klar. Wen interessiert's? Niemanden. Die Frage ist natürlich schon, wir hätten ja eigentlich ein sehr mächtiges Mittel mit der Datenschutzgrundverordnung zur Hand. Wie könnte es uns gelingen, diese DSGVO entsprechend auch durchzusetzen? Und zwar nicht, um die digitale Welt komplizierter zu machen, sondern die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen zu schützen. Ich glaube, wenn wir das mehr garantieren können, dann würden wir sehr viel an Skepsis verlieren. Es ist gut und schön und vollkommen richtig, digitale Skills einzufordern, aber da sind wir schon wieder bei dem Thema der Gemütlichkeit und ich glaube, vielleicht gelingt es uns bei der jungen Generation, das zu machen, aber auch die können die Skills haben und dann wird ihnen halt vermittelt, dass hier ein digitales Profiling stattfindet und ich glaube, der Ansatz könnte doch eher der richtige sein, von vornherein dieses digitale Profiling, diese Dinge, die uns so stören, auch gesetzlich zu verhindern, auch gesetzlich zu regulieren. Und noch einmal, um den Markus ein bisschen anzustoßen, lass uns machen, lass uns tun. Diese Probleme kommen in Wahrheit ja ausschließlich aus Produkten, aus Dienstleistungen und von Plattformen aus USA. Dort, wo diese Dinge, dieses Vorsorgeprinzip, mit dem Europa sich seit dem Krieg aufgebaut hat und das ein gesamtes gesellschaftliches Bild in Europa geprägt hat, dieses Vorsorgeprinzip gibt es in USA, in Amerika überhaupt nicht. Und die Folgen sehen wir, ich glaube, also der Deutschen Telekom oder der österreichischen A1 wäre es kaum gelungen, die wären wahrscheinlich niemals auf die Idee gekommen, so spezifisches Profiling zu machen und eine Plattform zu gründen, wie Facebook oder andere Konzerne das gemacht haben. Dazu vielleicht gleich eine kleine Werbeanschaltung des Vereins. Das muss jetzt so sein, ich habe es mir aufgelegt. Also diese Aufklärung, diese Education, diese Awareness, das können wir nur, und hier sind wirklich alle, die uns zuhören und dabei sind, aufgerufen, mitzumachen, das müssen wir in die Breite tragen. Der Markus Stelzmann hat es ja angesprochen, die Bildung muss so früh wie möglich beginnen und natürlich ist es unbequem. Ich meine, Security, wenn wir uns Sicherheit anschauen, ist ja nie bequem. Ja? Das Passwort alle 6 Wochen ändern, IGIT. Ja? Wer macht denn das schon gerne? Nur als Beispiel. Ja? Wo ich aber vielleicht noch eine kurze Frage hätte an die Experten, bevor wir zum nächsten Thema kommen. Ich höre immer, die DSGVO, die ist so toll. Ja, ich kenne sie auch. Aber was macht man mit dem Staat? Also wenn ich jetzt den letzten Gesetzesvorschlag hernehme, wo man Daten pseudo-anonymisiert und wenn ich 5 Datenpunkte zusammenführe, weiß ich wiederum, wer der Geschäftsführer, der in Stuttgart lebt, ist, weil er am meisten verdient, aus einer bestimmten Region. Wie sehen Sie das? Sehr gut. Ja. Naja,
Die Datenschutzgrundverordnung oder Datenschutz ist mindestens in Österreich, das ist ein Grundrecht. Und Grundrechte richten sich normalerweise gegen den Staat. Und Datenschutz ist das eins der wenigen Grundrechte, die auch Drittwirkungen hat. Das heißt, auch jedes Unternehmen muss sich jetzt damit beschäftigen oder muss das Grundrecht einhalten. Natürlich, jedes Grundrecht ist nicht absolut, sondern es gibt Einschränkungen. Ja. Man sagt, wenn das öffentliche Interesse der allen anderen so viel größer ist, darf ich eingreifen. Das beste Beispiel für Grundrechtseingriff ist zum Beispiel Eigentum. Nicht? Wenn die Eisenbahn gebaut werden sollte und ich sage aber nicht über mein Grundstück und ich bin aber die Einzige und das verhindert wirklich den tollen Ausbau, dann wird man mich enteignen dürfen. Zwar kriege ich dann was dafür, aber da ist das öffentliche Interesse aller anderen größer als meins. Und jetzt sage ich mal so, und beim Thema Datenschutz ganz abgesehen, dass gewisse Themen immer ausgenommen sind, nämlich alles, was Justiz und Polizei ist, sind auch gewisse Themen, wird es halt eine Abwägung sein. Und sagt halt, Corona ist ja das beste Beispiel. Und sagt, das ist ja alles wegen Datenschutz nicht möglich, aber im Endeffekt, auch hier könnte man abwägen. Man sagt, wenn man so kurzfristig sagt, okay, es ist wichtiger, dass nicht mehr Leute krank werden, als der Datenschutz des Einzelnen in einem kleinen Links. Das hat auch seine Grenzen. Nicht wie so Beispiele geben, hat das die Bürgermeister das dann wissen wollten, damit sie das bekannt geben können. So geht es nicht, aber damit man zumindest weiß, wen man in Quarantäne schicken muss, also das darf der Staat wissen. Und das ist immer die schwierige Frage und deswegen auch so eine hochpolitische, wo ist dieser rote Faden der Interessensabwägung? Ja? Reaktionen? Ja, ich finde es einer schon interessant, dass wir uns fürchterlich aufregen über den Datenschutz von der Corona-Warn-App, wo es eigentlich darum geht, das übergeordnete Interesse der Bevölkerung zu schützen. Da wird über den Datenschutz hergezogen und es wird verlangt, alles zu schützen. Auf der anderen Seite noch einmal, sämtliche Internetplattformen, die uns wirklich profilen, da spielt das offensichtlich überhaupt keine Sorge. Und da muss ich schon ganz ehrlich sagen, ist mir lieber der Herr Gesundheitsminister und seine Behörden wissen, ob jetzt Gefährdungslage mit Corona ist, als Amazon weiß es, dass ich Corona habe, weil ich den ganzen Tag Produkte bestelle. Datenschutz ist ein Grundrecht und kaum so ein Grundrecht wie Datenschutz ist offensichtlich so unbeliebt wie dieser. Also ich kann das nicht nachvollziehen, muss das ganz ehrlich sagen. Bin ein großer Freund, mache hauptberuflich Digitalisierungen, aber ein bestimmter Schutz von personenbezogenen Daten oder der Schutz von personenbezogenen Daten, das sollte schon eigentlich Grundvoraussetzung für alle Dinge sein, die wir machen. Ich glaube, dass da das Problem ist, Sachen im Digitalen, in der digitalen Welt sind einfach deutlich komplexer als in der normalen Welt. Und diese Komplexität verhindert eben, also um zum Beispiel um den Datenschutz richtig zu machen, DSGVO-konform zu machen, muss ich Gehirnschmalz hineinstecken, muss ich sehr viel Gehirn, da muss ich mir wirklich überlegen, was will ich, was brauche ich für Daten. Insofern ist die Datenschutzgrundverordnung wirklich gut, weil sie die Leute dazu zwingt, endlich einmal darüber nachzudenken. Ja, früher war es eben, ja, okay, komm, wir nehmen mit, was wir kriegen können, wir überlegen uns das nicht. Jetzt habe ich da eben etwas, wo sie das die Leute zwingt zu sagen, okay, jetzt muss ich einmal Gehirnschmalz hineinstecken und muss mir überlegen, welche Daten brauche ich denn überhaupt unbedingt, welche Daten brauche ich für Marketing und welche Daten brauche ich für, weiß ich nicht, dass die Webseite gut funktioniert. Und diese Unterscheidung zu treffen, da muss man Energie hineinstecken und daher will das jeder vermeiden. Und daher kommt auch diese Ablehnung dazu. Ich weiß jetzt nicht, wie man das den Leuten schmackhafter machen kann, außer dass man eben wirklich mit dem großen Knüppel kommt und sagt, du, pass auf, das ist jetzt Gesetz und mach das. Es hat vielleicht auch ein bisschen einfach mit Faulheit zu tun, wenn man den Leuten klar macht, pass auf, du sparst dir dadurch später sehr viel. Dann kommen die Leute vielleicht doch drauf und sagen, ja, ich überlege mir das jetzt mal intensiv und dafür habe ich nachher eine Ruhe.
Ja, also wenn ich mir zum Beispiel die Datenschutzvereinbarungen und Datenschutzerklärungen durchlese, da denke ich mir immer, ja, ihr habt da jetzt irgendwas zusammengeschwurbelt, aber ihr habt euch nicht darüber Gedanken gemacht, was braucht es überhaupt. In Wirklichkeit könntet ihr da 90% streichen und sagt einfach, pass auf, wir erheben diese Daten von dir und wir geben sie nicht weiter. Das ist das Einfachste. Ja? Und damit unterscheidet man sich dann plötzlich von anderen, die dann, ich bin jetzt vor 2 Tagen bin ich darüber gestolpert, ich bin auf die Homepage von Post.at gegangen, da kam ein großes Ding, das mich gefragt hat wegen den Cookies, stimmst du zu, dass Daten an unsere Partner auch in den USA weitergegeben werden? Und dann frage ich mich, wieso muss ein österreichisches Staatsunternehmen, das natürlich, ja, Daten an US-Partner weitergeben? Da stimmt doch schon irgendwo was nicht. Ja, also das sind so Beispiele, wo ich mir denke, liebe Leute, seid ihr wirklich so gierig, um da, ja, da könnten wir da dort irgendwo ein paar Cent mehr verdienen, als dass ihr sagt, wir machen das sauber, ja, wir verzichten dadurch auf eventuell ein paar Euro, weil wir jetzt die Daten nicht weiterverkauft haben, aber sparen uns aber wahnsinnig viele Probleme mit dieser ganzen Regulatorik, weil wir jetzt eben nicht angreifbar sind. Ja, ja. Wenn ich solche Sachen mache, kommen Leute, Aktivisten und sagen dann so und jetzt sagt mir doch einmal, ich schicke euch jetzt jedes Mal eine Auskunftsanfrage, ich möchte jetzt wissen, wo gibt es das hin, das kostet euch dann eben entsprechend was. Ne? Das Problem der österreichischen Post war ja weniger bisher das, dass sie es ins Ausland vercheckt haben, die Daten, sondern dass sie selbst damit Analysen getrieben haben und haben dabei auch letztes Jahr den sehr unrühmlichen, wie heißt der Preis, im Rabenhof-Theater ist er verliehen worden, den Big Brother Award gewonnen, und zwar nicht mit digitalen Daten, sondern mit den Daten, die erhoben wurden aus dem üblichen Briefverkehr. Und genau, die dann zum Beispiel Richtung politische Ausrichtung gegangen sind. Das war ja dann das große Problem. Ja. Und deswegen sind sie jetzt auf der Homepage so super sicher. Und warum das mit den USA steht, na, das sind genau diese Analyse-Tools. Richtig, das heißt, genau. Das sind die Analyse-Tools bei. Die sind halt in den USA, deswegen müssen sie das machen. Ja. Facebook-Pixel, für alle Zuhörer, Facebook-Pixel und Google Analytics im Konkreten sind die Daten, um die es hier geht. Und deswegen auch die Einstimmung oder Einwilligung bei den Cookies, ne? Aber der Roland hat was Wichtiges gesagt. Also ich möchte ja gar nicht so liberal und alles frei irgendwie erscheinen, aber es scheint heute meine Rolle zu sein, ich nehme sie gerne an. Und ich mit dem Hannes muss ich mich mal echt privat treffen, das ist echt spannend. Auf jeden Fall, aber es sind 2 Dinge, die mir noch nicht so ganz in den Kopf fallen, weil dahingeschwurbelt ist nämlich das richtige Wort, was der Roland genannt hat. Ich komme jetzt als Unternehmer, jetzt versuche ich es mal als Unternehmer. Ich muss mit dahingeschwurbelten Gesetzen mich auseinandersetzen, die nicht meine Lebenswirklichkeit oder auch meine Wettbewerbsfähigkeit in Teilen einfach außer Kraft setzen. Ich sage mal, wir leben im globalen und im digitalisierten Raum, noch mehr im globalen Raum. Das heißt, in den USA, in China, wissen wir alle, das interessiert aber gar keinen Schuh. Die Frage ist, wir müssen aber mit denen Wirtschaft treiben. Wir müssen diese Dinge tun. Das heißt ganz einfach, die Frage ist, ich bin auch ein Fan von Konsequenz. Ich sage, wir ziehen alle wieder schön IP-Adressen die Mauern hoch. Dann leben wir halt ein bisschen mehr agrar, vielleicht auch zufriedener. Die Frage ist, wir werden uns sicher nur mit modernen Regularien, die wir auch selbstbewusst, sage ich mal, vertreten können. Wir müssen die aber auch im internationalen Wettbewerb. Das Problem ist genau jetzt, was wir derzeit haben. Ich finde noch die DSGVO ist okay, das ist immer so Interpretation. Ich finde sie aber noch immer sehr dahingeschwurbelt an Stellen. Und das ist halt genau mein Problem. Mein Problem ist, ich habe kein Problem mit einer klaren Aussage und auch mit einer gesellschaftlichen Ausrichtung wegen mir, dann kann ich ja meine Konsequenz bedenken. Aber das Problem ist, im schwurbeligen Charakter, da eier ich nur noch rum, kostet mich Kraft, Energie und ich weiß überhaupt nicht, wie ich das in einem internationalen Kontext, was ist, wenn mein größter Kunde Chinese ist? Der zeigt mir, Entschuldigung, 2 Mittelfinger. Den interessiert es aber gar nicht. Und das ist genau mein Thema. Wie soll ich mich denn dann verhalten?
Gute Frage, du, ja. Ja, du bringst den Punkt und ich nehme das jetzt gleich einmal auf, damit wir eine Frage weiterkommen. Aber wir kommen ja zum Schluss vielleicht noch einmal auch zu diesem Thema. Also die Post hat versucht, Cambridge Analytics für Arme zu machen, nicht? Aus dem Briefverkehr die politische Präferenz zuzuordnen. Das ist ja, das, ja, DSGV lässt grüßen. Aber jetzt die Frage in Richtung im Kontext Unternehmen. Wir sind alle entweder Selbstunternehmer, Unternehmerinnen oder Angestellte, also in einem betriebswirtschaftlichen Kontext aktiv beziehungsweise haben eine Führungsrolle. Wie erlebt ihr denn die organisatorischen Änderungen, wenn sie es denn schon gibt in Richtung Transformation? Und wie ist so dieser Eindruck, habt ihr den Eindruck mit euren Partnerunternehmen, mit denen ihr zu tun habt, tagtäglich, wird Transformation angegangen oder ist es in Österreich immer noch ein Ui-Pfui-Kind, das wollen wir nicht angreifen? Na, ich mache vielleicht wieder einen Aufschlag, dann kann er wieder keinen. Also ich habe meine Lieblingsgeschichte ist vom aus Deutschland, Weltmarktführer Pneumatik. Ich nenne keine Namen. Die machen jetzt so nach Corona eine Teams-Einführung. Sehr geil, teuren Referenten in England eingekauft, der 400-500 Mitarbeitern Teams erklärt. Sehr geil. In voller epischer Breite. Und als am nächsten Tag alle Mitarbeiter freudig an das System hineingehen, stellen sie fest, dass die Hälfte der Funktionalitäten, die er gestern erklärt hat auf Englisch in der deutschen Firma, überhaupt nicht da ist, weil der Betriebsrat dagegen war, weil die Firma es nicht aufmachen will, weil das nicht geht und so weiter und so fort. Die waren, und damit haben sie es alle wieder zugemacht und schreiben E-Mail. Also das ist so nach dem Motto, genau das ist es. Also es wird noch immer nicht dem Anwender gerecht. Digitalisierung, ich will jetzt nicht aus unserer Firma erzählen, aber das wird noch nicht, das wird noch immer so dieses generalstabsmäßige Rollout und das bringt was und so viel Prozent Effizienzsteigerung haben wir da. Und damit wird es eigentlich dieses Thema der Spaß in den Unternehmen gerade derzeit häufigst gekillt. So, jetzt, ich mache es jetzt auf einer anderen Ebene. Jetzt haben sie alle Teams gelernt oder halbwegs gelernt. Und jetzt kommt der Verband, der BDI in Deutschland und will sie alle wieder, weil das alles so schwierig ist, wieder zurück in die Firmen holen, weil das so ein Scheißdreck, das machen wir jetzt nicht. Also, und da sage ich ganz einfach, guten Tag, neue Welt. Aber ich denke mir, dass, also ich beobachte schon bei Kundenunternehmen, dass, wie soll ich sagen, digitale Transformation im Anrollen ist. Und was ich feststelle, ist, die digitale Transformation kommt in Wellen, wo eine der ersten Wellen definitiv die Digitalisierung ist, wenn wir sie definitorisch so nehmen, dass es quasi die Einführung von Tools ist. Weil letzten Endes, zuerst müssen wir mal schauen, dass wir überhaupt die digitalen Mittel haben, die, glaube ich, du, Hannes, heute schon gemeint hast, dass quasi die Digitalisierung, die, wie hast du gesagt, das Hilfsmittel, das Werkzeug ist, um eben andere Änderungen von Geschäftsmodellen, von Zugängen zum Business, von Zugängen, so wie wir miteinander kommunizieren, ermöglichen. Und deswegen glaube ich schon, also ich bin auch oft frustriert, wenn ich mit Unternehmen spreche und wenn wir von der digitalen Transformation sprechen oder von Daten, dann sagen, ja, nein, wir führen eh gerade ERP ein, das kommt bei mir, aber das ist schon der latente Fuß drauf. Aber letzten Endes, ist es einfach ein sukzessives Vorgehen und das ist die Ebene, wo quasi sehr viele Unternehmen stehen. Sie schaffen gerade die Voraussetzungen, um überhaupt Mehrwert aus den digitalen Möglichkeiten in Zukunft schaffen zu können. Und da erlebe ich auch während ERP-Einführungen oder in Unternehmen, die in dieser Phase sind, die durchaus schon weiter vorausdenken. Nur sie können diese Ideen, die sie haben, aber aktuell noch nicht umsetzen, weil die Basisvoraussetzungen in ihrem IT-System, in ihrer Toolwelt heute noch nicht gegeben sind. Und ja, es gibt sicher, jeder hat ganz viele Geschichten von Fails aus unterschiedlichen Unternehmen, wie es nicht funktionieren kann. Ich glaube, jede Organisation lernt für sich, aber ich bin zuversichtlich, dass die digitale Transformation und nicht nur die Digitalisierung stattfindet, nur dass man den Unternehmen auch eine gewisse Zeit lassen muss, weil ich glaube, einer einzelnen Person, die strategisch versiert ist oder die, wie soll ich sagen, mit großem Abstraktionsvermögen ausgestattet ist, gelingt es, weit vorzudenken und gleichzeitig Basistools einzuführen.
einer Organisation als Ganzen mit ganz vielen Individuen gemeinsam gelingt dieser hohe Komplexitätsgrad nicht auf einmal. Und deswegen bin ich auch grundsätzlich für Geschwindigkeit, aber in die Realität in den Unternehmen und speziell in den KMUs, wenn wir es nicht in den Konzernen sind, schaut einfach anders aus und das müssen wir auch annehmen und damit auch umgehen, glaube ich. Ja, also ja. Bitte. Ich glaube, dass eine gewisse, jetzt hören wir so, insofern, was, weil jetzt gerade so, ja, Digitalisierung, wie beginnt es das erste Mal? Man will neue Tools einführen. Und da haben wir im Moment eine extreme Rechtsunsicherheit mit Schrems 2. Nennen, sagen wir so, alles, was Cloud-basierend ist, alles, was ist jetzt on hold, oder fragt man sich, was darf ich denn überhaupt? Ja, und es ist natürlich, das muss man sagen, auch der Europäische Gerichtshof jetzt tatsächlich etwas weltfremd im Erkenntnis, so ungefähr, ja, dann holt es die Daten halt zurück aus den USA, ja, dass das aber schon lange Software, also Services funktioniert und dass sich jedes Unternehmen, das jetzt mit Teams arbeitet, sich überlegt, bin ich jetzt die Datenschutzbehörde oder benutze ich das? Jetzt ganz abgesehen davon, dass Microsoft jetzt doch auch jetzt wieder mal darauf reagiert und sagt, na, er will selber als Server bauen, auch in Europa und nur für Europa und so weiter. Wird das Cloud-Act-Problem jetzt auch nicht noch immer lösen, ja. Aber das ist einfach, und das muss man sagen, das ist hier eine politische Frage, die wirklich auf den Rücken von vielen Unternehmen ausgetragen wird. Ja, weil damit hemmt man zum Beispiel wirklich diese Tools wie Teams und das ist das irgendwas, was jetzt jeder gern einsetzen möchte. Und das ist die große Frage, darf ich denn das? Ja, und wenn das nicht bald geklärt wird und wenn dann nicht bald ein Weg gefunden wird, sehe ich schon, dass das einfach ein bisschen on hold ist und wir ein bisschen stacken. Stimmt, also es hat gerade bei einigen Partnern, hoppala, was haben wir da, haben wir da ein Feedback? Nein. Es hat gerade bei einigen Partnern, die hatten eben die Entscheidung, was nehmen wir jetzt in der Corona-Krise für Videoconferencing. Einige haben sich dazu entschlossen, da selber internationale Konzerne, die haben die entsprechende IT im Hintergrund, entweder das selber zu machen oder dann eben zu sagen, ja, okay, dann nehmen wir halt doch Teams. Aber das Interessante war, also dieses von oben herab sagen, so, wir nehmen jetzt alle Teams und wir verwenden das, wir setzen damit quasi alles andere. Das ist natürlich eine sehr, sehr ungute Herangehensweise. Ich habe es jetzt erlebt bei einem Partner, die suchten eben eine Videokonferenzlösung, haben dann gesagt, ja, okay, wir haben ja eh schon so viel Microsoft-Sachen, wir nehmen Teams und verwenden jetzt Teams quasi nur für die Videokonferenzen. Und fangen aber jetzt schon langsam an, tatsächlich auch Teams einzurichten, Arbeitsgruppen einzurichten und sich im Teams auf andere Weise zu kommunizieren, also im Chat und dann eben in den Arbeitsgruppen. Das fängt jetzt eben langsam an, weil die Videokonferenz war eben ganz einfach und jetzt hatte ich da plötzlich ein Tool und das kann noch was anderes. Ja, da gibt es einen Kalender, okay, dann schaue ich in den Kalender rein, ja, das ist der vom Outlook, das ist Dings, ja, super, und jetzt habe ich da einen Chat, ja, super, ist gut, weil ich kann die Leute jetzt gerade nicht anrufen, weil die sind gerade in irgendeiner anderen Videokonferenz, also schreibe ich halt eine Chat-Nachricht und dann stellen sie fest, naja, aber wir arbeiten jetzt ja eigentlich zusammen an einem Projekt, da wäre es gut, wenn ich jetzt den Chat nicht nur mit einer Person mache, okay, den kann ich mit mehreren Personen machen. Oder aber jetzt habe ich eine Information, die wäre eigentlich für die ganze Abteilung wichtig. Naja, okay, dann richte ich jetzt vielleicht doch da im Teams eine Gruppe dazu ein. Also dieses schrittweise Wachsen ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich, wenn man in der digitalen Transformation etwas erreichen will, weil man nicht alle Skills auf einmal braucht. Also da stellt sich einer hin und referiert, weiß ich nicht, tagelang darüber, was es da für Features gibt und zeigt das alles auf einmal vor. Und dann heißt es am nächsten Tag, so, jetzt nehmen wir es und es funktioniert nicht. Genau, das so nicht. Aber dieses schrittweise Vorgehen, dass man eben auch immer die notwendigen Skills langsam schrittweise sich dazu aneignen kann. Das ist eben das, wo man sagen muss, so muss es in der Zukunft laufen. Ja.
Also jetzt gebe ich doch ein bisschen an. Diese Firma, die hier oben ist, Tele, wir machen das schon seit Jahren. Wir haben Chat schon seit 6 Jahren. Wir haben das noch in unserem Infonet. Das ist jetzt ins Teams gewandert. Seit Corona ist es auch. Wir haben keine ausgemachte IT-Strategie, sondern die Mitarbeiter entscheiden, mit welchen Programmen sie arbeiten möchten. Da gibt es dann nochmal ein Gremium, das diskutiert die Prioritäten und so weiter. Wir geben zurzeit mehr Geld denn je für Software aus, weil die Maria sich aus dem Controlling was wünscht oder es wünscht sich jetzt gerade Michi aus der HR-Rex und da ersetzen wir dies oder das. Das heißt, wir haben das Interesse und es hat sich während Corona eine sogenannte, die Gruppe nennt sich Digitalisierungsoffensive. Das sind Mitarbeiter, die ganz schlichtweg an Digitalisierung, sprich im Unternehmen interessiert sind. Die nehmen mittlerweile immer mehr das Heft in die Hand, die haben eine Softwarelandkarte erstellt, die interessieren sich plötzlich für Schnittstellen, was ist denn dies und was ist denn das? Und da haben wir eine wunderbare, derzeit eine wunderbare Fasson, also einen wunderbaren Weg gefunden, alle oder relativ viele Menschen im Unternehmen mit diesem Thema Digitalisierung und weil es halt nicht mehr zentral bestimmt wird. Da ist halt, ich mag die Software haben, ich mag die, das wird offen diskutiert. Wir haben im Sales einen Mitarbeiter, der ist vielleicht gerade mal 2 Jahre da, sehr jung. Der interessiert sich für dieses CRM, der hat Salesforce mit einer Vehemenz durch das Unternehmen gedrückt, der hat richtig Werbung getrieben, was alles, um zu überzeugen. Und das ist bei uns einfach, wir beschäftigen uns halt tagtäglich mit der Software, so wie wir uns überlegen, auf dem Handy irgendwelche Apps zu machen. Und das funktioniert gut. Damit ist dieses Thema auch das Böse mittlerweile weggekommen, weil man darf ja mitentscheiden. Und wenn man sich mal ehrlich ist, wie viel Software gerade auch in der Cloud derzeit möglich ist, die ein paar Euro kosten, die kann man auch nach 3 Jahren wieder, der Herr Ramsauer hört bitte weg, weil er ist bei uns für die Zahlen zuständig, aber die können wir dann, wenn es abgeschrieben ist, Herr Ramsauer, auf jeden Fall können wir die dann wieder, kann man die ja auch wieder wegschmeißen. Ja, genau, ich sehe es schon, ja. Ohne ihn geht da gar nichts, aber das ist genau dieses Thema. Wir brauchen die Offenheit und das funktioniert bei uns wirklich toll. Wir führen dieses Jahr, wenn man sich das überlegt, wir haben Release-Wechsel in ERP gemacht, jetzt gibt es irgendwas im Controlling, was ich nicht verstehe. Dann wird es eine riesen neue Software geben für alle Mitarbeiter mit Weiterbildung, mit neuen Chat-Programmen, mit noch mehr. Und mittlerweile, also wir diskutieren nicht mal mehr über Gruppen. Jeder macht eine Gruppe, die er hat. Da gibt es wahrscheinlich auch 3. Der Markus ist blöd und den mögen wir alle nicht. Die gucke ich auch nicht rein. Aber das ist ja alles vollkommen in Ordnung. Und das ist es. Wir schaffen es so, dieses natürliche Verhalten aus, wie sie sich außerhalb der Firma verhalten, auch in die Firma zu bringen und es dann gemeinsam diskutieren, zu kanalisieren. Und das ist wirklich schön. Aber kann ich da mal was fragen? Ist das nicht, weil genau deswegen haben wir zum Beispiel auch Teams eingeführt, weil es gibt sehr viele verschiedene Funktionen, also Firmen oder Software, die diese Chat-Funktionen haben. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die alle heißen. Und jeder hat sich seine eigenen gewünscht und wir haben gesagt, wir wollen eigentlich wieder zentralisieren, weil das das Zusammenarbeit wieder... Wir wünschen uns dann auch nur eins. Nicht der eine hat Zoom oder der andere hat das. Wir akzeptieren aber zum Beispiel, dass unsere Kunden, also der Entscheidungsprozess ist schon vor. Wir kaufen dann schon eine. Okay. Teams war relativ easy, weil wir sowieso schon Office 365 haben. Und da gehört dann zum Beispiel auch Work Anywhere dazu bei uns. Bei uns kann der Mitarbeiter, ich sitze jetzt eigentlich gefühlt seit 14 Monaten in Stuttgart und nehme an der Firma teil. Ich kann an jeder Besprechung digital oder live teilnehmen, weil wir Kameras in den Besprechungsräumen haben. Und das meine ich einfach. Das ist auch wir bauen gerade bei Tele eine kleine Welt, die ist auch für die Mitarbeiter noch übersichtlich und da kommen wir auch in die Themen rein. Das ist das, was vorher die Julia gesagt hat. Wir sind transparent in Entscheidungen, was bedeutet das und so weiter. Und damit bringen wir schon unseren Beitrag zur Digitalisierung auch der Gesellschaft nachher, weil wir Mindset bilden im Unternehmen zu dem Thema. Weil die Frage war, wie nehmt ihr Digitalisierung und digitale Transformation in eurem Umfeld beziehungsweise bei den Kunden euch wahr? Ich schließe mich da an den Aussagen von der Julia. Also ich sehe bei meinem Kunden speziell KMU und Mittelstand momentan fast ausschließlich Digitalisierungsprojekte.
keine Transformationsprojekte. Ja? Digitale, also Digitalisierung, ganz große Sache, natürlich als Treiber in diesem Fall Corona, keine Frage, aber auch schon davor. Was wir feststellen ist, dass sich Betriebe, bevor sie eben digitale Tools einsetzen, mit uns gemeinsam einmal versuchen, die Prozesse im Unternehmen zu sichtbar zu machen. Ja? In vielen Unternehmen wird gearbeitet, so wie man immer gearbeitet hat, rein vom Gefühl her, mal so, mal so. Es gibt aber selten standardisierte Prozesse, die aber unbedingt notwendig sind, damit man diese dann auch digitalisieren kann. Digitale Transformation würde ja bedeuten, in der Kenntnis unserer heutigen Gespräche, dass da mehr passiert, als nur von analog auf digital zu switchen. Und dieses Mehr könnte dann ja sein, eine Erweiterung bis hin zu einer Änderung des Geschäftsmodells. Und ich habe bisher noch mit keinem Kunden eine komplette Änderung seines Geschäftsmodells gemacht. Zumindest nicht getrieben durch Digitalisierung. Also ich habe noch keinen Kunden gehabt, der gesagt hat, du, Digitalisierung ist jetzt in, wir wollen jetzt unser Geschäftsmodell ändern. Ja? Sondern das, was wir sehen, und da habe ich schon Kunden, die Änderungen, Transformationen machen aus dem Innovationsmanagement heraus. Da sehen wir also sowohl Produkt- als auch Prozessinnovationen, wo durch Einsatz von Digitalisierung Neues entsteht. Und wo wir auch digitale oder Transformation unterstützt durch Digitalisierung sehen, ist, wenn ein anderer Impact passiert, nämlich Klimaschutz beispielsweise. Ja? Also ich halte also Klimaschutz und die Klimaschutzanforderungen für den wesentlich größeren Impact für Transformationen, die digital unterstützt sind, sodass wir dann am Ende des Tages sagen können, wir haben jetzt eine digitale Transformation gemacht. Das ist für mich ein wesentlicher höherer Impact und Treiber als Digitalisierung als solches. Und zum Letzt, wo sehen wir oder wo habe ich dann tatsächlich solche digitale Transformationen oder eigentlich neue Geschäftsmodelle entwickelt? In drei Fällen alles zusammen Startups. Ja, keine bestehenden Unternehmen. Ich habe das Glück, bisher nur an sehr gute Unternehmen geraten zu sein, die ich betreuen und beraten darf. Die verdienen mit ihrem bestehenden Geschäftsmodell so viel Geld, dass sie überhaupt keinen Bock darauf haben, dieses Geschäftsmodell zu transferieren. So nicht absolut die Not am Mann ist. Ja, heißt hohe Gefährdungslage durch neue Innovationen oder eben Klimaschutz. Wo wir das aber sehr wohl haben, ist bei Startups, die sind jung, nicht immer, aber kreativ und vor allem sie kommen aus keinen verkrusteten Strukturen. Ja? Die haben keine Rücksicht zu nehmen auf Betriebsorganisationen, auf irgendwelche Vorbelastungen. Die fangen wirklich an auf der grünen Wiese. Und das macht das Ganze natürlich schon wesentlich einfacher. Interessant dabei ist, dass all diese Startups, die zumindest ich mit betreuen darf, sich fokussieren auf Plattformgeschäfte zur Schaffung neuer Dienstleistungen, weniger hin also tatsächlich in der Produktion, was eben meine These von dem Wandel durch Digitalisierung von Güterlogik hin zu dienstleistungsorientierter Logik doch dann auch wieder bestätigt. Also noch einmal Resümee, in den gestandenen ist dort, wo wir sehr quirlige Innovationsabteilungen haben, passiert sehr wenig in Richtung Transformation, sehr viel in Richtung Digitalisierung. Da, wo Transformationsprozesse spannende stattfinden, völlig neue Dinge entstehen, das ist im Umfeld der Startups. Abschließend noch den kleinen Satz. Dort, wo wir mit Innovationsabteilungen in größeren Firmen Transformationsprojekte angestoßen haben, und das ist, glaube ich, etwas, was wir erst in Europa lernen müssen, ja? Dieses
Risiko zu gehen, das Risiko scheitern zu können, dass Scheitern nichts Schlimmes ist, sondern dass dieser KVB-Prozess dann halt einfach wieder von vorne startet. Und dort machen wir das eigentlich immer so, dass wir schon sagen, wann immer wir Innovationsprojekte in Richtung digitale Transformation starten, lass uns doch lieber Zelte anstatt Paläste bauen. Genau. Hannes, ich möchte dich ganz herzlich, ich bin in 14 Tagen in Wien voraussichtlich, möchte ich ganz herzlich einladen. Wir haben einen Factory Hub, bei uns leben schon seit 2 Jahren Startups mit im Unternehmen, das hat keinen Unterschied mehr. Wir haben die größte Solarfläche Wiens auf den Dächern und an der Seite. Wir wollen energieautark werden 2025, das heißt, wir fangen an, in Produkten, in Plattformen, in IoT, in Dingen zu denken. Das ist ein großer Think Tank, alles von einer kleinen KMU gestartet, mag ich euch herzlich einladen, weil wir genau uns mit diesen Themen beschäftigen, die du gerade genannt hast, und versuchen, alles in dieses Unternehmen reinzubringen und Möglichkeiten zu schaffen, um neue Dinge daraus entstehen zu lassen. Also guck dir es bitte an, wenn du noch nicht so ein Unternehmen warst, ich lade dich ganz herzlich ein zu Tele. So, jetzt grätsche ich bei dieser bilateralen tätigen Vereinbarung hinein und möchte zum nächsten Thema kommen. Wir haben ja an und für sich schon ein bisschen darüber gesprochen. Tauscht euch bitte aus, wenn ich die, ich habe die E-Mail-Adressen ja auch in dem Briefing-Sheet geschickt gehabt. Und zwar in Richtung privat. Also wir haben ja es ist ja ein Fakt, dass Facebook mit 30 Likes mehr über einen weiß, als es Freunde wissen, und mit 300 mehr als die Ehefrau oder der Ehemann. Punkto Profiling und Microtargeting. Cambridge Analytica hat es ja gerade für die politische Wahlwerbung der letzten oder vielleicht auch vorletzten Präsidentschaftswahl ja sehr gut genutzt, also vorletzten eigentlich in der USA. Wie setzt denn ihr so im privaten Umfeld? Die Julia hat heute gesagt gehabt, na, wenn ich nichts zum Verstecken habe, brauche ich mich vor nichts fürchten. Das ist übrigens ein Zitat, das man immer den Goebbels zugeordnet hat. Das ist falsch. Das war der Hermann Göring 1934 bei einem Zeitungsinterview. Für alle, die historisch in die Richtung interessiert sind. Da hat man ja wirklich nichts zum Verstecken gehabt und jetzt machen wir es ja noch viel mehr auf. Wie setzt ihr so in eurem privaten Umfeld speziell jetzt? Freund, Familie etc., diese Sorglosigkeit der eigenen Daten, wie nehmt ihr das wahr, was müsst man tun, und vor allem ein wichtiger Punkt ist, wir haben ja, und ich habe das ja schon gepostet im Chat, am 23. Juni die Diskussion mit der Politik, hier seid ihr natürlich hier mit alle herzlichst eingeladen, Panel und natürlich auch alle Teilnehmer hier teilzunehmen, was würdet ihr sagen, müssen wir denn der Politik ins Stammbuch schreiben, wenn es um das heutige Thema im Gesamten geht? Also du hattest aber erst gefragt, wie wir privat sind. Wie nicht anders zu erwarten, bei mir Full House. Mein Fernseher reagiert auf Siri, auf Alexa, auf Google, alles vernetzt bei mir. Alle Rechner booten sich heute hoch. Wenn Apple gerade ein Update hat, kann ich 10 Minuten nicht arbeiten, weil alles durchpfeift und sich hochbootet. Ich muss immer leise reden, weil sonst irgendein Gerät anfängt anzuschlagen. Also da bin ich komplett drüber weg. Also das ist, ich bin fasziniert, und ich mag auch, wenn mir ab und zu ein Programm vorschlägt, so nach dem Motto, das könntest du heute mal kaufen. Also ich bin da durch. Also Entschuldigung, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ja, also bei mir, in meiner Familie ist es auch durchwachsen. Die Älteren sind natürlich alle sehr vorsichtig, die haben sehr Berührungsängste, die fragen dann immer nach, da ist schon wieder irgendeine komische Meldung auf meinem Smartphone oder auf dem PC gekommen, was bedeutet denn das? Und muss ich mich davor irgendwie fürchten? Und bin ich da jetzt quasi irgendwo schon drinnen oder passiert mir da schon irgendetwas Böses? Und bei den Jungen hat man dann eben das Gefühl, ja, wir können eh nichts dran ändern, also warum nicht aus dem Vollen schöpfen, wir melden uns überall an. Also was ich jetzt gerade spannend finde, ist der Umstieg, dass zunehmend die Leute von WhatsApp weggehen zu Signal, weil man jetzt doch gehört hat, ja, da gibt es doch irgendwelche bösen Sachen, da werden wir
da werden jetzt meine Daten irgendwie, da werden eben Profiles erstellt und so weiter, und ich möchte da eigentlich nicht, dass die mir zuhören, wenn ich da mit den Leuten mich unterhalte. Und dann sind dann diese ganzen Geschichten, ja, ich habe da erst, ich habe im WhatsApp in einer Gruppe mich über ein Produkt unterhalten, und plötzlich kriege ich von überall Werbung für solche Produkte. Und also da dürft ihr doch irgendwie ein bisschen reingekommen sein, dass die Leute da ein bisschen sensibler werden. Und also ich habe jetzt gerade in den letzten, sagen wir mal, Wochen und Monaten pinkt bei mir dauernd der Signal Messenger, weil immer mehr Leute aus dem Kontaktbuch plötzlich dort sich doch angemeldet haben. Und jetzt ist dann aber immer die Frage, ja, was machen wir jetzt mit der WhatsApp-Gruppe, weil jetzt haben noch nicht alle Signal, und dann gibt es da immer ganz spannende Diskussionen, ja, sollen wir jetzt doch da alle gemeinsam wechseln, und dann sagen wir da welche, ja, da kenne ich mich jetzt aber nicht aus. Und ja, also wie heißt der schöne Fluch, mögest du in interessanten Zeiten leben, und allein so eine Umstellung zwischen WhatsApp und Signal ist eine sehr interessante Sache. Spannende ist ja eigentlich, dass die Datenschutzgrundverordnung ja teilweise ja nicht nur, ich sage einmal, Datenschutzrecht ist, sondern auch ein Wettbewerbsrecht, weil diese Datenportabilität, ich sage immer, legs Facebook dazu, die es ja genau macht, dass ich mit all meinen Daten von diesen Locked-In-Systemen wegkomme. Das gilt ja auch zwischen Apple und Android und wie auch immer, ich sollte da einfach wechseln können, wenn ich will. Ja. Das Problem ist aber, es gibt kaum Alternativen, und man sieht es genauso, jetzt gibt es eine Alternative mit Signal, und jetzt hat WhatsApp, und wie gesagt, jeder ist jetzt zu Signal gegangen, aber was passiert? Schreiben das sich die Leute nur immer auf WhatsApp, weil sie haben ihr Konto trotzdem nicht gelöscht. Ja. Genau. Ich sollte sagen, und privat gibt es in der Range von ich habe vor allen Angst bis zu ich gleite alles weiter, weil es eh schon wurscht ist. Ja. Genau. Julia, wie nimmst du das wahr in deinem Umfeld? Ja, das von bis alles dabei. Also es wird jetzt nur wiederholen im Endeffekt die Wahrnehmungen von den Kollegen da. Wir halten es, wie soll ich sagen, wir sind sehr technikaffin, aber ich habe, wie soll ich sagen, mein Mann baut gerne selbst Anwendungen. Jetzt haben wir gerade eine selbstgemachte, plattformunabhängige Open Source Home Automatisierung. Da stechen wir wahrscheinlich ein bisschen außer. Auf Raspberry, oder? Bitte? Auf Raspberry-Basis, oder? Ja, genau, unter anderem, ja. Aber okay. Nicht alles. Aber da müsste ich jetzt holen gehen, damit die da jetzt ein bisschen auflaufen können. Ich lasse mir es gefallen, sagen wir so, ja. Und komme trotzdem bei der Haustür rein, das war die Grundbedingung. sehr pragmatisch. Ja. Noch Impulse dazu? Okay. Der berufliche Datenschützer und Prozessmanager und Obervorsichtler ist im Privatleben genauso wie der Markus 1:1. Alles vernetzt, 6-7 Alexa-Geräte im Haus, alles sprachgesteuert. Soll ich von Innovationen sprechen und unsere Kunden beraten, wenn wir sie selber nicht ausführlich testen? Das ist ein sehr guter Schlusspunkt. Wir sind jetzt 20:30, ich wollte jetzt langsam zu einem Ende kommen. Ich hoffe, ich habe niemanden, also sollte jemand noch etwas sagen, last famous words? Gerne, also ich möchte das kurz so zusammenfassen. Mittlerweile braucht man in den Familien ja eigentlich auch schon heftig IT-Support, um die Familienkommunikation irgendwie zu managen, diese in den Gruppen oder eine Cloud einzurichten, die und sich halt nichts irgendjemandem ausliefern zu müssen, wo man halt dann wirklich die Fotos privat hinaufspielt und nicht das einfach beim Google einwirft und sagt, ja, mach damit, was du willst, das ist mir jetzt wurscht. Also das ist tatsächlich irgendwo, was ich da jetzt rausnehme und wo wir uns Gedanken machen sollten, wie können wir den Familien da beibringen, was können sie selber machen, wo haben sie selber Skills, wo können sie sich diese Skills leicht herholen und wo müssen sie tatsächlich auf professionelle Hilfe
gehen und sich gewissen Leuten, sagen wir mal, ausliefern oder einfach diese Services nutzen. Also das finde ich ein sehr spannendes Thema, das auch irgendwo bei uns bei der Digital Society gut hineinpassen würde. Gut, dann sage ich da recht herzlichen Dank. Haben wir zuerst einmal alle Panel-Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Vielen Dank. Die 2 Stunden sind verflogen wie nichts, aber das habe ich auch bei dieser Runde auch gar nicht anders erwartet. Das war bei mir ein Vergnügen. Ich habe auch im Chat gesehen, dass sich einige schon ausklinken mussten, aber das ist auch sehr, sehr interessant. Und vielleicht auch dieses zum Schluss noch. Wie gesagt, 23. Juni Diskussion mit der Politik. Bitte seid dabei, speziell ihr jetzt als Panelisten. Das wäre, ich könnte mir vorstellen, da könnten aber interessante Fragen kommen. Wir haben EU-Parlamentarier, wir haben Nationalratsabgeordnete dabei. Also bitte anmelden, Link ist im Chat. Ich glaube ja, dass es, und jetzt möchte ich sozusagen zum Warnen noch zum Schluss sein, im DDR-Regime wäre das ja ein feuchter Traum gewesen, in jedem Wohnzimmer ein Mikrofon zu haben, ohne in die Wohnung vorher einbrechen zu müssen. Und wir machen es freiwillig, aber es möge jeder tun, wie er will. Und ich finde es auch faszinierend. Ich bin auch immer so hin und her gerissen. So, damit ist sozusagen diese Pendeldiskussion einmal per se einmal beendet. Ich möchte jetzt